Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen beim Austrian Health Forum Netzwerk Update, dem AHF NetUp am 28. Februar, dem Internationalen Tag der seltenen Erkrankungen. Und heute haben wir die Frage gestellt: 450.000 Betroffene, immer noch selten. Damit nehmen wir Bezug auf die Menschen, die direkt oder indirekt von seltenen Erkrankungen in Österreich betroffen sind. Und wir sind überwältigt vom großen Zuspruch, vom großen Interesse dieses Themas. Wir sind heute hier im DC Tower in einem wunderschönen Raum, wo 70 Leute beisammen sind, bis zum letzten Platz gefüllt. Insgesamt haben 150 Menschen sich eingewählt. Ich darf ganz herzlich begrüßen alle, die heute hier bei uns sind und alle, die live zugeschaltet sind. Mein Name ist Christoph Hörhan und ich darf Sie durch den heutigen Abend geleiten, hier inmitten eines hochkarätigen Podiums. Freue mich sehr, begrüßen zu dürfen die Obfrau von ProRare Österreich, Ulrike Holzer. Schön, dass du da bist. Guten Abend. Dr. Nagme Kamarayan Schmidt, stellvertretende Bundeskurienobfrau der niedergelassenen Ärztinnen der Österreichischen Ärztekammer, stellvertretende Obfrau der Kurie niedergelassene Ärztinnen in der Wiener Ärztekammer und vor allem erfolgreiche Betreiberin einer großen allgemeinmedizinischen Praxis im 21. Wiener Gemeindebezirk. Schön, dass Danke du da für bist. Die Einladung. Ich freue mich sehr, Andreas Huss, Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse, genau genommen Verwaltungsratsvorsitzender, wie wir an dieser Stelle immer wieder sagen, bei uns zu begrüßen. Er ist leitender Sekretär in der Bundesgeschäftsführung Gewerkschaft Bauholz und hat viel Erfahrung im österreichischen Gesundheitswesen. Seit 2019 war er schon Obmann der Salzburger Gebietskrankenkasse und hat damit viel Erfahrung mit Patientinnen, auch mit jenen der seltenen Erkrankungen. Schön, dass Sie heute da sind. Danke für die Einladung. Ja, und ich freue mich sozusagen als wissenschaftlichen Beirat und Input Universitätsprofessor Dr. Susanne Gräber-Platzer bei uns zu begrüßen. Sie sind nicht nur Leiterin der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde, sondern unter anderem auch noch Koordinatorin für Rare Diseases am Allgemeinen Krankenhaus in Wien, Leiterin des Zentrums für seltene Erkrankungen und des Pilotprojekts Awareness am Wiener AKH, von dem wir heute noch mehr hören werden, Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Kinderschutzmedizin und noch vieles mehr. Wir sind schon sehr gespannt auch auf Ihre Keynote und haben damit eine wunderbare Gelegenheit, aus verschiedenen Settings auf dieses Thema zu schauen. Zunächst. Danke. Zunächst aber noch zu dem Setting, in dem wir uns hier alle befinden, in einem oberen Stockwerk des höchsten Gebäudes Österreichs, des DC Towers, eingeladen und initiiert, so wie der ganze heute Abend von Takeda. Und so freut es mich ganz besonders, die Gastgeberin, General Manager Antia Tschernitschenko, zu begrüßen. Thank you. Thank you. So just a warm welcome on behalf of myself and Takeda. It's an absolute pleasure to be able to host this event this evening on this very special Rare Disease Day at the Austrian Health Forum NetUp series. So really great to see so many faces here and of course online. I've been working in rare diseases for probably around 10 years and I was just reflecting actually, I'm so pleased and proud to see the growth of Rare Disease Day over that time, the growing awareness, the education, and the time when we really take the day of the 28th of February to come together, acknowledge, learn, share, and hopefully create more value and care for patients living with rare diseases. You will see at the back of the room and in the side room that we have some little handmade, actually, origami cranes on the table.
It's really, they're really important to us, actually. The symbol of the origami crane is very an important one in the Japanese culture, and it represents our hopes and desires. And for Takeda Austria, we use this red crane to represent the hopes and dreams that we have for our rare disease patients and our commitment to support people living with rare diseases. So these are made actually by some of our Takeda employees as a part of a charity, Christmas charity activity that we did. And of course, we get to continue the commemoration of them in this Rare Disease Day. I'm really honoured to see so many distinguished faces in the audience and, of course, our distinguished panel. So thank you very much for taking the time to join us today. We're sure that the conversation will be really enlightening, engaging, and I'm sure we'll all learn a lot about how we can improve care for rare disease patients by fostering partnerships and an integrated health system. So with that, thank you once again, and Christoph, I pass back to you. Thank you very much, and here. Ja, wir haben gerade gehört, der Fokus auf Rare Diseases und die vielen, vielen Menschen, die daran denken und daran arbeiten. Einer, der auch an uns denkt, obwohl er eigentlich hier sitzen sollte, ist Clemens Martin Auer. Sie haben ihn vielleicht schon vermisst. Er hat leider eine grobe Schwierigkeit in seiner Terminplanung, ein Missgeschick gehabt und lässt sich, ich sage es ganz offen, so wie er es mir heute Nachmittag gesagt hat, tausendmal entschuldigen, hat er geschrieben. Er wäre gern bei uns, hat sich den Termin aber falsch eingetragen und ist dementsprechend heute in Kopenhagen bei der WHO statt hier, wo er eigentlich sein wollte. Ich darf also nur seine Grüße übermitteln und wir werden gemeinsam auch auf die Aspekte des Finanzausgleichs hier hätte einbringen wollen. Zunächst wollen wir aber natürlich auf alles blicken, was seltene Erkrankungen in Österreich bedeutet. Es gibt ja eine lange Geschichte. Schon 2009 hat sie begonnen mit dem Beschluss im obersten Sanitätsrat damals in Österreich auf seltene Erkrankungen zu reagieren. Von 2014 bis 2018 wurde dann der nationale Aktionsplan seltene Erkrankungen erstellt, von 2019 bis 2020 evaluiert, 2021 neu priorisiert und derzeit erleben wir ja gerade das Projekt Booster NAP-See, ein Förderprojekt zur Beschleunigung, glaube ich, des nationalen Aktionsplans, das bis 2024 läuft, wo man derzeit zu Förderungen einreichen kann. Und damit natürlich die erste Frage, wo stehen wir? Was tut sich, was funktioniert, auch dahin wollen wir blicken, aber natürlich auch, wo drückt der Schuh. Und da würde ich bitten jetzt aus berufenem Mund, Frau Professor, dass Sie uns eine kleine Intro geben, was da draußen alles passiert. Ja, super. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Rare Disease ist gerade für die Kinderheilkunde ein extrem wichtiges Thema. Und an den Universitätskliniken haben wir eigentlich, seit wir uns spezialisiert haben, über die letzten Jahrzehnte, muss man schon sagen, ist das ja eine Entwicklung, leider viel Leid erlebt, weil es eben uns oft nicht möglich war, tatsächlich zu helfen. Das heißt, helfen, indem ich Therapien. Wir haben die Familien abgeholt, wir haben Diagnosen stellen können, weil diese Entwicklung war Ende des letzten Jahrtausends schon sehr weit fortgeschritten. Aber die Möglichkeiten oft, wenn es nicht chirurgisch sanierbar war, etwas zu tun, war sehr limitierend. Und ich möchte jetzt kurz, ich habe ein paar Folien vorbereitet zum Ist-Stand, seltene Erkrankungen in Österreich berichten. Die Entwicklung wurde ja schon kurz gesagt. Ja, es hat von der EU den Auftrag gegeben, an alle Mitglieder einen nationalen Aktionsplan zu erstellen. Kann ich da selber weiterdrücken? Bitte, ja. Okay. Nationalen Aktionsplan zu erstellen. Dieses Datum wäre eigentlich schon zur Publikation 13 gewesen, 2013. Wir haben im Beirat gesessen, es hat eine nationale Koordinationsstelle gegeben, die da für die Ausarbeitung zuständig waren und wir haben es letztendlich mit einer Verzögerung, weil wir viel mit Verzögerung leider schaffen, erst im März 2015 geschafft, ihn zu publizieren.
umfassen tut der neun Handlungsfelder. Und wenn man sich die neun Handlungsfelder anschaut, machen die völlig Sinn, weil das ist das, was wir eigentlich brauchen. Wir brauchen sozusagen die Abbildung der seltenen Erkrankung im Gesundheitswesen. Das gibt es einfach nicht. Wir wissen nicht, wie viele wir in Österreich haben. Wir wissen es heute noch nicht, wenn wir nicht einzelne Selbsthilfegruppen, einzelne Kliniken haben, die vielleicht ein Register führen. Also wir wissen das nicht. Die Verbesserung der Versorgung wäre natürlich das Um und Auf, auch die Diagnostik frühzeitig zu stellen. Wenn wir heute noch fragen, manche mit seltenen Erkrankungen, wenn sie nicht frühzeitig ans Zentrum kommen, haben die oft Jahre hinter sich mit Fehldiagnosen, irgendetwas, was verabreicht wurde, bis endlich einer sagt, du, da gibt es doch, geh mal dorthin und vielleicht können die dir helfen. Das heißt, es ist viel zu wenig transparent, wie die Schritte sein sollten. Und die Verbesserung der Therapie, das ist das Um und Auf und Hand in Hand, dass wir erfolgreich heute sind, ist tatsächlich auch die Möglichkeit, immer mehr Therapien anzubieten. Trotzdem muss man sagen, bei all diesen 6.000 bis 8.000 Erkrankungen hat ein unter 10% im Moment erst überhaupt eine Möglichkeit für Therapien. Also wir sind noch weit weg, wo wir sagen können, wir können allen was bieten. Aber die Erfolge dort, wo wir was bieten, sind unglaublich mehr, als wir uns das hätten vor 20 Jahren träumen lassen. Das muss man auch sagen. Dann der Zugang, also die Forderung für die Forschung, darum sitzen wir hier, die Forschung hat uns auch weitergebracht. Die Forschung Hand in Hand mit vielen Forschungsinstituten, aber natürlich auch mit der Pharmaindustrie, die die Möglichkeit geboten hat, auf der Ebene der seltenen Erkrankungen zu forschen, wenn das auch eine Regelung war, die über die FDA und die EMA geregelt wurde, aber sie hat uns Erfolg gebracht mit all diesem Patentschutz, mit all diesen schnellen Zulassungen, all diesen Förderungen, hat die Möglichkeit gegeben, Rare Diseases zu therapieren. Wissen und Bewusstsein natürlich sollen wir schaffen, deswegen habe ich heute schon gesagt, einmal im Jahr ist zu wenig, dass wir eigentlich über Rare Diseases reden. Ich könnte alle zwei Wochen oder jede Woche von einem unserer Bereiche eine Geschichte erzählen und was wir machen, wo wir stehen, welche Patienten, also weil es einfach so viele verschiedene Erkrankungen sind und wir immer nur ein paar Jahre rausgreifen können. Also das Bewusstsein zu schaffen, das müssen wir, glaube ich, noch mehr vermitteln, sodass keiner mehr im Kreis läuft für seine Diagnostik. Und epidemiologische ist ganz wichtig, dass wir überhaupt wissen, was wir haben und wie viele wir haben. Das hängt zusammen mit guter Codierung. Ja, dann ein Beratungsgremium, das haben wir im Bundesministerium, würde ich sagen, und die Anerkennung der Selbsthilfegruppen. Deswegen, das ist, glaube ich, auf Auroris-Ebene international ein Krisenthema, auch gut angekommen. Bei uns ist es, glaube ich, in denen, die mit seltenen Erkrankungen zu tun haben, angekommen. Aber an und für sich ansonsten auf die Hilfe und deren Unterstützung, deren Know-how und was die alles bewirken können, von jeder Selbsthilfegruppe zurückzugreifen und hier zu kooperieren, glaube ich, das ist all unser Ziel. Und das ist die Landschaft, so soll es ausschauen, Österreich. Das hat der Herr Feutländer schon 2015 im Nationalen Aktionsplan angezeigt. Das kennen wir, das ist exemplarisch. Kann ich da auch pointen? Ah ja. Und zwar, ist egal, ein B-Zentrum ist ein Expertisezentrum und die sollten wir etablieren in Österreich. Die gibt es in jedem Land und erst wenn ich ein B-Zentrum bin, kann ich überhaupt auf europäischer Ebene in diesen IRNs Rare Diseases mitarbeiten. In Österreich ist dieser Prozess schleppend. Wir hatten im Jahr 2017, wo die anderen X-Zehnfachzentren genannt haben, aus ganz Österreich zwei Zentren. Zwei Zentren. Wir waren abgeschlagen von allen Ländern und das war sozusagen der PET-Cancer und das Epidermolysis bullosa Haut für Hauterkrankungen. Wir haben es dann mit einem sehr komplizierten Prozess zu tun gehabt, indem wir dann, und das sieht man jetzt hier, weitere Zentren designiert haben, die dann zwischen 19 bis 21 designiert wurden. Es sind 8 dazugekommen. Diese 8 konnten dann, weil sie 19 in die Designation gegangen sind, 21 in dem Call, der gelaufen ist, geprüft hat, aufgenommen worden. Jetzt stehen wir 2023 und haben in der EU 10 Expertisezentren designierte, die Mitglieder dort sind. Es gibt aber 24 IRNs für verschiedene Erkrankungsentitäten. Hier sind die alle aufgegliedert. Die Abkürzungen stehen sozusagen
für dieses Erkrankungsentität, daneben steht, was drinnen ist. Und hier steht dann hinten, welches Land diese Zentren designiert leitet. Österreich wurde damals PET-Cancer vorgezogen, 17. Ich finde es jetzt nicht, aber das ist weiter unten. Ich sehe es so schlecht, weil das von der Ruth Ladenstein für Österreich geleitet wurde schon und initiiert. Und das ist das einzige Zentrum, was wir nach wie vor leiten. Wir sind sonst nirgends leitend. Wir sind ja auch zu spät reingekommen. Und wir haben immer noch, Entschuldigung, nach vorne, immer noch diese allen, die hier stehen, die darauf warten, designiert zu werden. Und es ist keines bisher mehr designiert worden. Also das muss man sich auch einmal vorstellen. Wir stehen auf einem Standpunkt, wo wir selbst an der Kinderklinik bei mir 13 eingereicht haben, seit Beginn Vollmitglieder, Designierte werden wollen. Und wir haben bei uns ein Vollmitglied, das ist die Knochenstörungen, und zwei, drei, und die Epicare, genau, die Epilepsien wurden raufgenommen, und zwei, die jetzt noch warten auf die Designation seit 4 Jahren oder 5 Jahren. Also, und die anderen, die aufgenommen werden sollen, geht extrem schleppend. Warum ist das so? Das liegt daran, weil das halt eine One-Woman, One-Man-Show ist im Moment, die einfach auch zudem noch, der Herr Feutländer, der das leitet, ist auf der EU-Ebene extrem vernetzt. Er leitet dort das Board of Member State. Das heißt, alle Mitgliedstaaten haben sich geeinigt, von diesen IANs aus europäischen Ländern, Mitgliedstaaten, Board einzurichten. Das leitet der Feutländer und hat natürlich extrem viel auf dieser Ebene zu tun. Und somit ist die Unterstützung natürlich hier, das voranzutreiben, sehr marginal. Er hat noch eine Unterstützung von der Frau Unterberger, aber das geht extrem schleppend. Also wir werden mit diesem Tempo unsere 30 bis 40 hier dargestellten Zentren für ganz Österreich, meiner Meinung nach, wenn wir so weitermachen, vielleicht in 20 Jahren erreicht haben. Keine Ahnung, ob es dann überhaupt noch das auf der EU-Ebene gibt. Ein extrem wichtiges Thema, wo wir uns befassen, auch innerhalb von Österreich, auch auf EU-Ebene, ist das Thema der Transition bei den Rare Diseases. Und das möchte ich eben erwähnen, weil das so ein Vorzeigeinitiativen sind und Projekte und es für viele verschiedene seltene Erkrankungen wir über Jahre hinweg sehr gute Transitionen entwickelt haben, aber die sind oft nicht standardisiert. Und es gibt ja mittlerweile in Deutschland die AWMF-Leitlinie für den Standard. Wir haben in Österreich mit der Kinderliga Magister Schulen eine führende, die in der Transition tätig ist, und wir haben sozusagen auf der europäischen Ebene so eine University Hospital Allianz geschaffen, wo wir Wien dabei sind und 9 andere universitäre Spitäler, und das ist unser Hauptthema. Und da möchte ich eben nur sagen, hier hinzeigen, was Basis für so eine Transition ist. Transition startet nicht mit 18, wenn ich zum Erwachsenen gehe, Transition startet mit dem Jugendalter, wenn ich beginne, selbstständig zu werden, zu fragen, was ich habe, welche Erkrankung. Und dann ist es Zeit, anhand standardisierter Fragen, Entschuldigung, die es ja gibt, wie hier dargestellt, oder welche Formen man auch immer wählt, hier herauszufinden, was braucht das Kind, was braucht der Patient, die Familie einbinden, eng mit denen zusammenzuarbeiten, um sie sozusagen zum Bewusstsein zu führen, was man sich alles kümmern muss, was diese Erkrankung bedeutet, und den Kontakt aufzunehmen zu dem Erwachsenenzentrum, wo man transistiert. Das ist ganz wichtig, dass ich dort Partner habe. Wir hatten lange von der Kinderheilkunde keine. Wir haben zunehmend Partner, weil die Kinder durch die Therapie älter werden. Sie werden erwachsen, sie stehen im Leben, und sie brauchen natürlich die Betreuung auch im Erwachsenenalter. Und das, glaube ich, ist ein großes Thema und war auch heute offensichtlich in vielen Medien ein großes Thema, die Transition, weil das heißt zusammenrücken, Kinderheilkunde mit Erwachsenen. Das tun wir, und ich glaube, das tun wir von beiden Seiten. Und bei den Rare Diseases habe ich das Gefühl, geht es besser wie in vielen anderen Bereichen. Und dann komme ich noch zu einem Projekt, das wir in dem letzten Jahr intensiv gemeinsam mit ProRare, Selbsthilfegruppen eben einbinden, verfolgt haben und zusammen kooperiert haben. Wir haben bei uns 4 Bereiche rausgesucht, die wir dann über einen
Koordinator, der das Ganze wissenschaftlich sozusagen aufbereiten soll und begleitet hat, indem er zu den Patienten und Eltern gegangen ist und einmal herausgefunden hat, wie weit sie über Selbsthilfe was wissen, wie weit Selbsthilfe er Informationen ihnen geben kann, wie weit die dann hilfreich sind innerhalb sozusagen für die Familien, um sich besser auszukennen, um sich sicherer zu fühlen. Es gibt auch noch andere und die auch das Know-how dazu nutzen. Das Projekt endet mit heute und somit haben wir noch nicht die Auswertung. Es war sozusagen in diesen vier Bereichen gelaufen. Der Obweger war ständig bei uns, der Max, und hat alle wirklich gut abgeholt, würde ich sagen, sich total bemüht und engagiert. Und ich bin schon ganz gespannt, was in den Fragebögen, was wir jetzt auswerten werden und was wir da evaluieren können. Also eines, glaube ich, auch hier die Zentren von uns genannt, der Projekte, die hier mitgearbeitet haben, wie wir intensiv zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das ist auch für uns ein Anstoß gewesen, um hier weiterzutun mit den Selbsthilfegruppen gemeinsam. Ich bin am Ende zum Stand zu Österreich. Das war ein kurzer Überblick und bedanke mich bei Ihnen. Ja, vielen Dank, Frau Professor Gräber-Platzer. So stehen wir in Österreich und jetzt geht es natürlich darum, herauszufinden, was bedeutet das für die Menschen. Und das Schöne ist, dass wir hier am Podium und noch viel mehr im Publikum ganz, ganz viele Beispiele haben, ja, von Menschen, aber eben auch hier von Settings, Selbsthilfe, Allgemeinmedizin, Sozialversicherung, die täglich damit konfrontiert sind, Menschen mit seltenen Erkrankungen zu helfen und das eben mehr oder weniger gut schaffen. Und natürlich starten wir mit der Patientenperspektive und damit bei dir, Uli. Du hast viel Erfahrung, bist als Mutter eines Sohnes mit ektodermaler Dysplasie vor vielen Jahren den langen Weg und Leidensweg eigentlich gegangen, der dich gestärkt hat, dich selbst auf die Beine zu stellen, zu engagieren und bist Paradebeispiel für Selbsthilfe in Österreich geworden, hast eine Gruppe gegründet, dich in Prorare engagiert, heute bist du Obfrau, jetzt schon das dritte Jahr, ja. Und damit auch der dritte Rare Disease Day. Daher meine Frage, hast du das Gefühl, geht was weiter, geht schnell genug, wo steht's ja, was tut am meisten weh? Wir sind vor genau einem Jahr im Nachbartower, im Millenniumstower gesessen, am letzten Rare Disease Day bei einer ähnlichen Veranstaltung. Was hat sich verändert seit damals? Wie ist die Stimmung? Wo steht's ja? Vielen Dank für die Einleitung. Und als erstes mal danke auch für die Einladung, dass ich hier die Stimme der Patienten vertreten darf. Und an der Stelle auch ist mir jetzt ganz spontan gekommen, danke möchte ich auch mal sagen an die Ärzte und Ärztinnen. Wir haben ja heute quasi den letzten Tag, wo noch Maskenpflicht ist. Also die Pandemie ist jetzt, würde ich mal sagen, abgehakt. Und ja. Die hat besonders die sehr vulnerable Gruppe der Patienten mit einer seltenen Erkrankung getroffen. Und vielen Dank an dieser Stelle an die Ärzteschaft, die sich wirklich sehr, sehr bemüht hat, zu helfen, da zu sein, mit Telefonkontakten, einfach die Versorgung aufrechtzuerhalten. Ich denke, das sollte noch mal gesagt werden. Definitiv. Ja. Ja. Dankeschön. Ja. Und ich glaube, das ist ein Applaus wert. Ja. Ja, ansonsten, die Fakten sind, glaube ich, allen bekannt. Eben in Österreich 450.000 Betroffene, das heißt circa 5% der Bevölkerung. 72 oder, ja, es schwankt immer wieder, sind genetisch bedingt. Und über 70% betreffen oder manifestieren sich schon im Kindesalter. Nur für 6%, und das hat die Frau Professor ja schon erwähnt, nur für 6% gibt es eine Therapie, was ja wirklich sehr, sehr wenig ist. Also das heißt, 94% haben einfach keine Therapie. Da gibt es noch sehr viel Luft nach oben. Und die durchschnittliche Diagnosezeit beträgt 5 Jahre. Und das ist jetzt mal eigentlich mein erster Ansatzpunkt. Auf die Diagnose wollte ich besonders eingehen, weil eine gesicherte Diagnose zu haben, bedeutet für Patienten wirklich etwas ganz, ganz Wichtiges. Wenn man nicht weiß,
was man hat und man sucht. Und die Odyssee durch die vielen Arztpraxen, Kliniken, Ambulatorien und vielleicht Ausprobieren einer Therapie, einer Salbe, eines Medikaments und das hilft nicht. Und wieder zum Nächsten. Diese Unsicherheit, die betrifft die ganze Familie, wenn es sich um ein Kind handelt oder natürlich auch im Erwachsenenalter, die Person selbst und hat dann oft wirklich auch starke psychische Auswirkungen, weil ja, diese Unsicherheit, man spürt, es stimmt etwas nicht, irgendetwas ist nicht in Ordnung, das passt so nicht, aber man weiß nicht, was es ist. Und das ist wirklich, und da erinnere ich mich halt sehr gut an meine eigene Erfahrung, an meinen Weg. Ich meine, mein Sohn ist jetzt wirklich schon 40, es ist schon lange her, aber das Gefühl, wie das war, diese anderthalb Jahre, bis wir eine gesicherte Diagnose hatten, das war schrecklich, weil man sich ständig fragt, hat man etwas falsch gemacht? Hat man selber Schuld, dass das mit dem Kind nicht gut geht? Was kann es sein? Ist es wirklich etwas Lebensbedrohliches? Und die Diagnose dann ist vielleicht manchmal ein Schock, vor allem wenn einem gesagt wird, es gibt 300 Fälle auf der ganzen Welt, es gibt keine Therapie, so ungefähr, schauen Sie mal, wie Sie damit zurechtkommen, also so wie es in unserem Fall war, dann ist es ein Schock, aber dann stellt man sich eben auf die Füße und versucht, Gleichgesinnte zu finden, Experten zu finden, Expertise zu finden und so einfach dann das Leben zu meistern. Es ist in unserem Fall sehr gut geglückt, aber ich habe mich jetzt im Vorfeld, in Vorbereitung auf diese Diskussion schlau gemacht und es ist eben auch heute nicht so leicht, eine Diagnose zu finden. Und mir kommt vor, dass es schwieriger ist sogar für Erwachsene als für Kinder. Bei den Kindern gibt es ja wirklich schon recht gut, und in Österreich sind wir gut aufgestellt, mit dem Neugeborenen-Screening im Vergleich zu anderen europäischen Ländern wird doch auf sehr, sehr viele Erkrankungen gescreent. Da ist aber trotzdem natürlich besteht die Möglichkeit, das noch auszuweiten. Und uns ist auch sehr wichtig, dass die Frühdiagnostik, also nicht jetzt das Screening allein mit einer Blutuntersuchung, sondern einfach dieses Erkennen an Symptomen, an Merkmalen, die oft überhaupt nicht zueinander passen. Ja, es ist etwas an den Augen, aber gleichzeitig auch an den Muskeln. Und zusätzlich gibt es Störungen in der Verdauung oder solche Dinge. Eigentlich Dinge, die völlig getrennt voneinander existieren, aber eigentlich eben ist es eine seltene Erkrankung. Und das ist das Merkmal von seltenen Erkrankungen und macht es natürlich schwierig, die Diagnose zu stellen, dass es so viele Symptome gibt, die dann in einer Person zusammentreffen. Und uns wäre es wirklich ein großes Anliegen, diese 5 Jahre zu verkürzen, weil wir wissen, wie viel Leid es bedeutet und hoffen, dass entweder eben auf der einen Seite durch Neugeborenen-Screening und Frühdiagnostik da Verbesserungen noch sind. Und da zählen wir auf die Ärzteschaft besonders. Und ich freue mich, dass hier jemand von der Ärztekammer da ist, weil die niedergelassenen Ärzte sind eben sehr oft an erster Stelle beim Patienten. Und die sollten wirklich einfach den Menschen immer als Ganzes betrachten und nicht nur ein Symptom und eine Fachrichtung, sondern das Ganze, was zusammenspielt im Inneren, aber nach außen sich nicht äußert. Also das wäre unser Wunsch, dass hier die Ärzteschaft ein bisschen sensibilisiert wird, dass das Bewusstsein geschärft wird und wir würden sehr gerne da die Awareness gerade bei den niedergelassenen Ärzten erhöhen. Unter Umständen mit einer Kampagne, die wir gemeinsam starten von uns als Dachorganisation mit der Ärztekammer. Das wäre sehr schön und ich glaube, das würde helfen. Vielen Dank. Ja, das war ein weiter Blick mit einer zugespitzten Aussage und damit schon der perfekten Überleitung.
zu dir. Ich gebe zu, wir haben uns natürlich auch ein bisschen bemüht zu sagen, ja, wir dürfen nicht jedes Jahr in derselben Runde hier beisammen sitzen und uns wieder den Napsee anschauen und beweinen, dass er noch nicht weiter umgesetzt ist, sondern wir brauchen in der Praxis Leuchttürme. Ja. Wir brauchen Chancen, wir brauchen Ansprechpartner und Andockstellen zwischen Gesundheitssystem und Menschen, die zumindest das Gefühl haben, ich komme da nicht weiter mit meiner Diagnose. Mhm. Und ich habe mit mehreren Ärzten gesprochen und ein oder andere hat auch ganz ehrlich gesagt, ich habe keinen Patienten, ich kenne mich da nicht aus. Dann habe ich die Frau Dr. Camilla Jan Schmidt, dich Nagi, angerufen und du hast sofort gesagt, ja, großes Thema, schaue ich mir an. Ja. Und da bist du jetzt als Betreiberin einer großen Praxis, gar nicht weit von da eigentlich, und gleichzeitig aber auch als Funktionärin der Wiener und der Bundesärztekammer. Und du siehst, da gibt es Ideen, Wünsche von Patientenseite, eine gemeinsame Kampagne, die Awareness und gleichzeitig natürlich die Frage, wie schaut denn so die Praxis einer Praktikerin aus? Wer dockt da bei euch an? Was erlebst du und was kann man, wenn man so dieses Ziel sieht, Diagnose, Zeit verringern, durchschnittlich 5 schreckliche Jahre, wie wir gehört haben, was kann man da tun? Also wie ich Ihnen zugehört habe, habe ich mir gedacht, Sie haben meine Rede irgendwie schon gelesen und sprechen mir ein bisschen aus der Seele, weil ich sehe hauptsächlich die älteren Patientinnen und Patienten mit diesen Rare Disease. Ich sehe nicht die Kinder. Die Kinder, wenn sie bei mir in die Ordination kommen, haben die Diagnose. Der Unterschied zwischen den Kindern und meinen Patienten ist, die Kinder haben meistens Mütter und Eltern, die wie Löwinnen und Löwen kämpfen für ihre Kinder und durch von einer Tür zur nächsten klopfen und gehen und sagen, da stimmt was nicht, helfen Sie mir. Und ich weiß, wenn man ein krankes Kind hat, wird aus einer Löwin ein Drache, und die aber im positiven Sinne, die dann dafür kämpft, und deshalb dauert die Diagnosestellung nur 5 Jahre. Nur 5 Jahre. Ein Erwachsener, der zu mir in die Ordination kommt, der kommt und sagt, ich bin müde, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mal mehr Zähne putzen. Und wenn das eine Frau ist, schwöre ich Ihnen, ist die schon in 5 Minuten ein Antidepressivum und wird rausgehaut. Ja? Wir leben in einer Zeit, und da bin ich froh, dass Sie da sind, wo wir in der Ordination nicht die Zeit haben für Zuwendung, wo wir nicht die Zeit haben, viele Diagnosen, viele Symptome zusammenzusuchen. Wenn die Krankheit so ist, wie sie im Lehrbuch ist, ich bringe jetzt als Beispiel den Morbus Cushing, wo ich den Bauch mir anschaue und ich sehe die Strie, gut, dann ist es ein einfaches Ding, diese Diagnose zu stellen. Aber so wie Sie es gesagt haben, nicht jeder Cushing hat Strie. Nicht jeder Cushing ist 140 Kilo schwer. Es gibt einfach Ausnahmen. Ich selber habe einen Cushing-Fall, der hatte als einziges Symptom blaue Flecken. War eine schlanke Frau, ist von A nach B gerannt und hat immer gesagt, es passt mir nichts. Irgendwas geht nicht. Ja? Irgendwas stimmt nicht. Antidepressivum wurde verordnet, dann wurde sie abgestempelt als Psycherl. Ja, die hat ja, die frisst einfach zu viel, drum nimmt sie 10 Zitate bitte. Ja. Falsche Diagnosen, die sich durchziehen. Und der einzige Weg, so einer Person zu helfen in meiner Ordination, wäre Zeit zu haben. Ich weiß nicht, wer in letzter Zeit in einer Kassenordi war von Ihnen. Ich glaube, Zeit ist das, was am kostbarsten ist, und man hat in der Ordination keine Zeit. Das ist leider traurig, aber es ist so. Und deshalb ist der Leidensweg bei einem Patienten, der älter ist, nehme ich an, noch viel länger als bei jemandem, der die Mutter und den Vater und viele Selbsthilfegruppen zur Verfügung hat, die da unterstützen. Und auch die Politik natürlich, weil Kinder tun einem leid, aber eine Frau mit 40 oder ein älterer Mann, das ist uns dann auch schon wieder egal. Ja. Das Gefühl hat man. Und was man sagen muss, für uns im Gesundheitssystem sind die Kosten immer so, oh, Kosten, Kosten, ja, Medikamente sind teuer, Medikamente sind teuer. Aber jeder Arbeitstag, den ein Patient mit einer nicht diagnostizierten Diagnose herumwurschtelt, ist ein Arbeitstag, der fehlt. Es sind Arbeitslose, die entstehen, weil sie einfach die Kraft nicht haben zu arbeiten, weil sie spüren, es geht ihnen nicht gut. Sie haben keine Unterstützung von niemandem. Das ist traurig und es ist so. Die psychische Belastung ist am Ende des Tages der Grund, der auch das Finanzielle in unserem Kassensystem zum Brechen bringt, weil diese Leute am Arbeitsmarkt fehlen, weil sie ständig falsche Therapien bekommen und schlussendlich erst nach viel, viel zu später Zeit Therapien bekommen für ihre Grunderkrankung.
das ist meine Unterstützung in der Ordination. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das sind die Wiener Selbsthilfegruppen, das Verzeichnis. Ich muss sagen, ich bin gern Hausärztin und ich liebe diese Selbsthilfegruppen. Sie sind mir eine ganz große Unterstützung. Aber auch ich erlebe in meiner Ordination, dass ich Gesundheit und Diagnose gerne abschiebe in diese Selbsthilfegruppen. Und das ist nicht der richtige Weg. Das ist nicht der richtige Weg, dass ich als Ärztin nicht die Zeit habe, mich um meine Patienten zu kümmern, sondern sage, okay, da haben Sie den Flyer, schauen Sie sich das einmal schnell an, suchen Sie sich eine Selbsthilfegruppe hin und gehen Sie dorthin. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin super froh, dass ich das habe, aber wir reden von Leuten, die haben nicht einmal die Kraft, Zähne zu putzen in der Früh. Glauben Sie, dass die Kraft haben, sich da wen auszusuchen und dorthin zu fahren? Sagen Sie es mir, hatten Sie es? Nein. Keiner von ich habe selbst eine gegründet. Ja, aber Sie sind die Mutter gewesen. Wenn der Patient krank ist, darum sage ich, die Kinder haben den Vorteil, sie haben die Eltern, die Erwachsenen, haben das halt nicht mehr. Das ist halt wirklich traurig. Das heißt, wenn man mir jetzt sagen würde, was wäre die Lösung oder was wäre ein Weg, das vielleicht ein bisschen dieses Leid zu reduzieren, diese Zeit bis zur Diagnose zu reduzieren, wäre mein Lösungsansatz Zeit. Zeit, um mit Leuten zu reden. Ich glaube, wenn man Zeit hat, eine Stunde, um sich mit einem Patienten zusammenzusetzen und die kleinsten Symptome, die man findet, zusammenzuschreiben, alle anderen Diagnosen, die bis jetzt gestellt worden sind, einfach zur Seite zu stellen und sich ein neues Bild zu machen, dann wäre diesen Patienten geholfen. Und weil ich jetzt so frech bin, sage ich, nicht nur diesen Patienten, sondern jeden Patienten von uns wäre geholfen, wenn wir in der Basismedizin mehr Zeit hätten. Und ich glaube, das ist politisch ganz, ganz wichtig, dass die Zuwendungsmedizin, die Zeit für die Patienten genutzt wird und dass die bezahlt wird und dass die wertgeschätzt wird, weil die Patienten schätzen es wert. Was könnten wir noch machen? Wir haben eine Ressource, die immer so ein bisschen außer Acht gelassen wird. Wir haben ganz schlaue Medizinstudenten. Wir haben so tolle junge Kolleginnen und Kollegen. Man könnte so eine Art Dr. House zur Verfügung stellen, wo die Studenten sich hinsetzen und wirklich die Zeit nehmen und da hineinschnuppern und das sind die nächste Generation, die ihre Zentren übernehmen. Und was spannend wäre, und das ist vielleicht auch ein System, was mir als Hausärztin, ich beschäftige mich sehr viel mit Endokrinologie, ich habe sehr viele Diagnosen selber gestellt, vor allem beim Cushing zum Beispiel. Und wissen Sie, was das Lächerlichste an unserem Gesundheitssystem ist? Ich stelle dir die Diagnose, aber ich darf den Patienten nicht an eine Spitalsambulanz weiterschicken. Können Sie sich das vorstellen? Das heißt, dieser Patient muss meinen Zettel nehmen, mit diesem Zettel sich einen Termin beim Internisten ausmachen. Der Internist nimmt den Zettel, schreibt ihn ab und dann darf er erst ins Spital. Das ist erstens keine Wertschätzung den Kollegen gegenüber, die sich bemühen, die sich die Zeit nehmen, die Diagnose stellen. Es ist keine Wertschätzung dem Patienten gegenüber, der eh schon keine Kraft hat. Und es macht unser System teurer und ineffizienter und es verlängert die Zeit bis zur Diagnose. Es tut mir leid, dass ich Ihnen nichts Schöneres sagen kann, aber vielleicht schaffen wir das gemeinsam und ich bin immer dafür, wenn man Leid reduzieren kann und der unterstütze ich sie. Ich bin selbst Mutter, meine Kinder haben keine seltene Erkrankung, aber auch wenn nur ein einzelnes Kind einen Schnupfen und ein Fieber hat, weiß ich und fühle ich mit, wie es den Eltern geht. Also vielen Dank auch an Sie als Selbsthilfegruppenleiterinnen, das ist sicher kein einfacher Job. Ja. Und es braucht sehr viel Zeit, Zeit, die Sie meinen Patienten geben, wenn ich es nicht kann. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank und viel Applaus für auch das Rampenlicht, das Selbsthilfe verdient, das wir da bekommen haben. Ich würde dann gern auch noch einige Stimmen einfangen. Es sind viele Leiterinnen und Leiter von Selbsthilfegruppen, gerade aus dem Raum Wien, da heute. Zunächst aber nütze ich natürlich die Überleitung zu Andreas Huss und dem größten österreichischen Krankenversicherungsträger der ÖGK. Da sind viele Punkte gefallen. Zeit. Natürlich als großes Stichwort, Zeit ist Geld und Geld ist knapp. Sie werden morgen um 10.30 Uhr eine Pressekonferenz der Sozialpartner geben in der ÖGK, die die Positionen zum Finanzausgleich
da liegt, Flöcke einschlägt. Vielleicht geht es da ja auch um diese Themen. Was ist Ihr Ausblick, was ist Ihre Antwort auf diese Punkte? Ja, sehr gerne. Also vielen Dank einmal für die Einladung und vielen Dank für diese offenen und auch bewegenden Worte und Beispiele, die uns alle miteinander Auftrag sehen sollen, hier in unserem Gesundheitssystem, das ich nach wie vor als ein sehr gutes bezeichne, mit dem wir aber durchaus unsere Herausforderungen haben. Das ist überhaupt keine Frage. Und jetzt auch nach der Covid-Zeit sozusagen sehen wir, dass sowohl in der niedergelassenen Versorgung, aber auch in der Spitalsversorgung natürlich im Personal insgesamt, und da meine ich nicht nur die Ärzte, sondern auch Pflegekräfte und so weiter, natürlich ein bisschen eine Müdigkeit eingekehrt ist. Und das darf auch sein. Also das ist nichts Besonderes. Nach so einer starken Belastungszeit gehen die Kräfte natürlich auch zu Ende. Und wir haben jetzt das Problem, dass wir hören, dass 4.000 Stellen in den Spitälern in Österreich zurzeit nicht besetzt sind, vor allen Dingen auch in der Pflege, aber auch in der Medizin logischerweise. Und wir können als ÖGK trotzdem froh sein, dass wir bei unseren Kassenstellen, und ich sage immer nicht unter Anführungszeichen, nur 3% unserer Kassenstellen nicht besetzt haben, also rund 10.000 Kassenstellen österreichweit besetzt sind. Aber, und das ist das, wo ich durchaus zugestehe, dass hier einiges zu tun ist. Wir sehen natürlich, dass aufgrund von Versorgungsschwankungen bzw. Versorgungsveränderungen mehr Bedarf in der niedergelassenen Versorgung in Zukunft besteht. Nicht nur die Menschen sind älter geworden, sondern es können viele Therapien zum Glück nicht mehr nur in Spitälern verabreicht werden, sondern können auch in der niedergelassenen Versorgung verabreicht werden. Das heißt, wir müssen jetzt auch schauen, dass wir in der niedergelassenen Versorgung entsprechend ausbauen und dass wir verhindern, was leider im Sozialversicherungsorganisationsgesetz, das 2018 verabschiedet wurde, auch drinnen steht, nämlich dass man das Ziel hatte, die privaten Gesundheitsdienstleistungsanbieter im öffentlichen Gesundheitssystem zu stärken, sozusagen. Und das ist eine wirklich gefährliche Ansage gewesen der damaligen Regierung. Und wo man mehr oder weniger gesagt hat, naja, man muss schauen, dass man auch das private Angebot oder die privaten Dienstleister sozusagen am öffentlichen Gesundheitssystem mitnaschen lässt. Und das zeigt sich jetzt ganz stark, dass wir immer mehr Ärztinnen und Ärzte, und da gibt es auch spezielle Angebote von privaten Versicherungen schon, in die Privatmedizin verlieren. Und das ist ein Trend, der mir Sorge macht. Denn wenn wir das nicht stoppen können, dann heißt es in Zukunft nicht nur, dass wir sehr lange Wartezeiten auf Diagnosen haben, sondern dass sich viele Menschen möglicherweise die medizinische Versorgung gar nicht mehr leisten können, weil sie angewiesen sind, dass sie zu Privatärzten gehen und sie in der öffentlichen Versorgung überhaupt keinen Platz und keine Plätze mehr finden. Und das macht mir in Wirklichkeit große Sorge. Also das heißt, wir müssen, und nachdem Sie den Finanzausgleich angesprochen haben, jetzt wirklich diese Möglichkeit nutzen, im Finanzausgleich, der zwar eigentlich dafür nicht da ist, sondern der ja nur die finanzielle Aufteilung der Steuermittel zwischen Bund, Ländern und Gemeinden regelt, im Finanzausgleich auch diese Verteilung der Mittel als Druckmittel verwenden, endlich strukturelle Veränderungen im Gesundheitssystem auch herbeizuführen. Und ich kann zwar die Clemens Martin Auer heute nicht ersetzen, aber ich kann durchaus zum Finanzausgleich einiges sagen, was wir hier vorhaben. Denn es ist auch gesagt worden, für viele Therapien gibt es leider noch keine, oder für viele Erkrankungen gibt es leider noch keine Therapien, aber die Erkrankung ist trotzdem da und die Menschen brauchen trotzdem Hilfe im Sozialsystem, im Gesundheitssystem, sie brauchen möglicherweise Heilbehelfe, Hilfsmittel, sie brauchen eine psychosoziale Versorgung und sie brauchen natürlich ihre Ärztinnen und Ärzte, die sie eben trotzdem betreuen. Und da haben wir als ÖGK, und das werden wir morgen auch entsprechend vorstellen, schon einige Vorstellungen, wie wir das auch verbessern können. Im Bereich Heilbehelfe, Hilfsmittel, da geht es um Rollstuhlversorgung bis Inkontinenzversorgung und so weiter. Alles, was sozusagen an Hilfsmitteln notwendig ist, schicken wir die Patientinnen und Patienten in 9 Bundesländern zwischen 4 Stellen im Kreis, bis ein Patient einmal zu seiner richtigen Stelle kommt, wo er seinen Rollstuhl bekommt, wo er eine Prothese bekommt oder sonst irgendwas, vergeht sehr, sehr viel Zeit. Wir werden im Finanzausgleich oder wir schlagen im Finanzausgleich vor, dass wir als ÖGK die einzige Anlaufstelle sind, also einen One-Stop-Shop anbieten
und wir uns im Hintergrund dann ausmachen, wer der Finanzier sozusagen dieses Pflegebetts, dieses Rollstuhls und so weiter ist, dass die Patientinnen und Patienten in Zukunft wirklich uns als einzige Ansprechstelle haben und wir in einer Art Case Management, und das ist der zweite Punkt, den ich anschneiden möchte, wirklich diese Menschen dann auch wirklich auf einer Betreuungsliste haben und auch wirklich unterstützt durch unsere Expertinnen und Experten schauen, ob sich der Patient sozusagen im Sozialsystem, und es geht ja nicht immer nur um gesundheitliche Fragen, um gesundheitliche Betreuung, auch gut zurechtfindet, ob der im Sozialsystem alles bekommt, was er bekommen kann und was unser Sozialsystem auch zur Verfügung steht. Also das heißt, da braucht es auch ein umfassendes Case-Management und Wissen darüber, was eigentlich unser System, unser Sozialsystem für die Patienten auch schon zur Verfügung stellt. Also das war ein wichtiger Punkt. Wir wollen jetzt einmal starten mit 35 psychosozialen Versorgungszentren, weil auch das psychische Thema natürlich angesprochen wurde. Gerade wenn es für seltene Erkrankungen noch keine Therapie gibt, dann ist die psychische Belastung natürlich eine noch viel größere. Das ist vollkommen klar und nachvollziehbar. Und die Menschen warten zurzeit relativ lange auf eine psychosoziale Betreuung, wobei ich da bitte nicht nur die Psychotherapie sehe, sondern da sehe ich die Kinder- und Jugendpsychiater, die Psychiaterinnen insgesamt, die Psychotherapie natürlich. Wir wollen, und das ist mit dem Minister und mit der Regierung auch schon vereinbart, auch die Psychologinnen und Psychologen ins Leistungsspektrum des ASVG mit aufnehmen, dass wir auch diese Leistungen entsprechend honorieren können. Und was in diesem psychosozialen Versorgungszentrum aus meiner Sicht das Allerwichtigste ist, ist auch die Sozialarbeit, dass wir sozusagen rund um alle sozialen Themen diese Menschen auch gut betreuen und auffangen können. Also das ist mir ganz ein wichtiger Punkt. Und ja, weil es die Allgemeinmedizin auch angesprochen wurde, und ich kann das zu 100% unterstützen, der Allgemeinmediziner, die Allgemeinmedizinerin ist nicht nur sozusagen für ein Organ, für ein Gelenk da, sondern er ist für den ganzen Menschen da. Er betreut sozusagen den Menschen als Ganzes, er betreut im Idealfall die gesamte Familie, das ganze Lebensumfeld sozusagen, und aus dem Grund müssen wir auch die Allgemeinmedizin wesentlich stärker vor den Vorhang holen, müssen auch schauen, dass wir im Ausbau der Primärversorgung endlich weiterkommen. Da sind wir in Wien jetzt Gott sei Dank so ein Stück weiter. Wir schreiben also jetzt bis 2025, 35 Primärversorgungszentren in Wien aus. Da bin ich mir sicher, dass wir hier relativ schnell weiterkommen. Warum ist mir das wichtig? Wenn wir in der Primärversorgungszentrumslandschaft eben den Allgemeinmediziner, die Allgemeinmedizinerin haben, nicht nur als Alleinkämpferin, sondern wirklich im Team, wo sich 3-4 Ärzte auch spezialisieren können auf bestimmte Erkrankungen, auf bestimmte Betreuungsformen. Wir haben in der Primärversorgung auch die Pflege, wir haben die Psychotherapie, wir haben die Physiotherapie, wir haben vor allen Dingen auch die Sozialarbeit drinnen, die uns auch bei seltenen Erkrankungen durchaus Unterstützung geben kann. Also es gibt sozusagen wirklich einen Blumenstrauß an Dingen zu tun, die wir im Finanzausgleich jetzt einbringen, und mir geht es eben auch darum, und das haben alle eigentlich gesagt, dass wir im Finanzausgleich jetzt schauen sollten, dass wir strukturelle Änderungen herbeiführen. Und eine dieser strukturellen Änderungen, die uns ganz besonders wichtig ist, ist speziell die Abgabe von Medikamenten, auch für seltene Erkrankungen, von teuren Medikamenten, die im Wesentlichen in Zentren stattfindet. Das ist in den meisten Fällen auch sinnvoll, dass es in Zentren stattfindet, das ist gar keine Frage. Aber die Länder natürlich sagen, wir möchten es auch außerhalb der Zentren abgeben, weil dann muss die Krankenkasse zuständig, die es bezahlen muss. Wir sagen, oder unsere Finanzexperten sagen zumindest, naja, bitte, da muss man vorsichtig sein, weil da treten die Länder irgendwelche Kosten uns ab, für die wir nicht zuständig sind. Ich habe dort eingebracht, jetzt bei den Finanzausgleichsverhandlungen, verhandeln wir doch Medikamente und kaufen wir doch Medikamente gemeinsam ein und geben wir sie gemeinsam ab und geben wir es an der Stelle ab, wo es für die Patientinnen und Patienten die richtige ist. Das kann zum Teil in Zentren sein und das kann zum Teil auch in der niedergelassenen Versorgung sein, und hören wir auf, uns über das Geld dieser Medikamente am Rücken der Patienten zu streiten. Also das wäre auch ein Ansatz, den wir bei den Finanzausgleichsverhandlungen jetzt einbringen. Also es gibt viel zu tun, es sind viele Themen, die wir hier auch vorschlagen und einbringen. In vielen Fällen sind wir uns mit den Ländern eigentlich einig, dass wir insgesamt im Gesundheitssystem mehr Geld brauchen als bisher. Da sind wir uns auch alle einig, der Finanzminister noch nicht so ganz, aber den werden wir auch noch auf unsere Seite ziehen.
Ja, vielen Dank. Da drücken wir auf jeden Fall die Daumen, weil ich glaube, darüber sind wir uns einig und noch über vieles andere. Danke auch für diese Vorabmeldung der morgigen Pressekonferenz. Naja, es war noch nicht alles. Sehr spannend für uns. Ja, wenn die großen Punkte sind, glaube ich, wie wird diese Diagnosezeit und wie wird dann auch der Weg zur richtigen Therapie günstiger, schneller und direkter für Patienten. Und da haben Sie viel angesprochen. Da ist Case Management drinnen, da ist One-Stop-Shop drinnen. Das sind, glaube ich, Dinge, von denen alle träumen, die auf diesem steinigen Weg unterwegs sind. Wird das für seltene Erkrankungen irgendwie geöffnet oder gibt es da Überlegungen? Ja, natürlich. Also speziell für seltene Erkrankungen müssen wir diese Versorgungsformen jetzt endlich kreieren, denn das ist ja der Leidensweg, der auch beschrieben wurde, dass Menschen, die ohnehin gesundheitlich, denen es gesundheitlich und psychisch nicht gut geht, dass die dann im System noch herumkreisen müssen, sich nicht nur den richtigen Arzt suchen müssen, lange brauchen, bis sie zur Diagnose kommen. Das ist eh schon ein Leidensweg, der fürchterlich ist. Aber dann noch im Kreis geschickt werden, wenn es darum geht, wenn jemand einen Rollstuhl braucht, also dann im Bundesland bei 4 Stellen sozusagen nachfragen muss, wer ist für mich jetzt eigentlich zuständig für meinen Rollstuhl, wer ist im Fall von irgendeinem ein Körperersatzstück für mich zuständig und so weiter, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Da braucht es wirklich eine Stelle, die in einem guten Case-Management, also für diese Patientinnen und Patienten verantwortlich ist, die sagt, da gibt es jemanden, das ist mein Ansprechpartner und der kümmert sich und die kümmert sich sozusagen um alle Belange, die ich brauche. Und das wäre der Plan, den wir versuchen umzusetzen. Da braucht es natürlich auch zusätzliches Personal bei uns, da braucht es Schulung, da braucht es Wissen auch über diese Erkrankungen. Und das muss natürlich auch finanziert werden und da ist der Finanzausgleich jetzt ein wichtiges Thema dafür. Wir sind gespannt. Zunächst bleiben wir aber vielleicht bei den Beispielen aus der Praxis und damit würde ich jetzt gern schauen, ob es vielleicht im Publikum Wortmeldungen gibt. Wir kommen ja auch schon in die zweite Hälfte dieser Diskussion und darum würde ich die Chance gern nutzen, dass wir heute alle beisammen sind und überlegen, was können wir gemeinsam tun, damit wir am nächsten Rare Disease Day am 28. Februar 2024 sagen, ja, da ist was weitergegangen, es ist wirklich was passiert. Da die Diagnosezeit hat sich auf 2 Jahre verkürzt. Ja, vielleicht auch auf 4 von 5, ja, aber zumindest ein kleines Stückerl. Damit, also wenn es Wortmeldungen gibt, bitte, hier hätten wir schon eine in der ersten Reihe, gleich 2. Wenn Sie kurz sagen, sich ganz kurz vorstellen und dann Ihren Blick auf Quick Wins, auf die jetzige Situation, was wäre möglich, bitte. Also mein Name ist Christian Thalhammer. Ich leite eine Selbsthilfegruppe für Amyloidose. Wir sind zum Glück in der Situation, ein Medikament zu haben, beziehungsweise auch andere Medikamente, die in Entwicklung sind und die unmittelbar zur Verwendung bevorstehen. Ich war wirklich jetzt richtig gehend aus den Socken, dass es nur 6% der seltenen Erkrankungen mit Medikamenten behandelt werden können. Und ich glaube, dieses Thema ist mir jetzt in der Runde echt zu kurz gekommen, weil ich denke, dass das ein zentrales Problem ist. Wie man da, also da kann vielleicht am ehesten die Frau Professor etwas dazu sagen, wie man da effizient weiterkommen könnte, dass sich diese Zahl deutlich verbessert. Natürlich, also Diagnose ist auch in unserem Krankheitsfeld ein ungefähr gleich großes Thema. Also wir haben auch eine durchschnittliche Erkennungszeit von 5 Jahren. Das ist bei einem Teil der Amyloidose-Krankheiten ein Riesenproblem, vor allem wenn es in die Richtung Leichtketten-Amyloidose geht, weil dort sterben die Leute ja dann relativ rasch. Aber ich glaube, das Thema mit den 6%, also würde mir total unter den Nägeln. Wie kommen wir schneller zu Medikamenten, oder? Ja, weil das ja nehmen zum wir Teil. Gerne, da kann man, glaube ich, viel sagen, sowohl aus der Medizin als auch. Ja, ich glaube, da kann man ganz viel sagen. Ich würde gerne noch 1-2 Fragen nehmen und dann machen wir eine Runde, bitte. Dominik Sturz, stellvertretende Opfer von ProRare Austria, und in meiner Familie liegt eine Erkrankung mit dem Namen Usher-Syndrom vor, eine genetische Erkrankung, die
das Absterben der Sinneszellen im Innenohr und am Auge, also Netzhautzellen, zur Folge hat. Ich habe im Wesentlichen zwei Themen, die mich interessieren würden. Das eine ist eben die Erhöhung der Therapien, der Anzahl der Therapien, also dass wir bei 6% liegen, die eine krankheitsspezifische Therapieform überhaupt haben, das ist natürlich viel zu wenig. Also was können wir tun mit Blick auf Europa, EU und innerhalb von Österreich, um hier die Anzahl zu erhöhen, sei es jetzt im Bereich der Forschung, B-Forschung, R-Forschung und dann in weiterer Folge auch der, sagen wir mal, Finanzierung, Leistbarkeit für Gesundheitssystem und so weiter. Das wäre ein Punkt. Der zweite Punkt, da greife ich auf den Begriff oder das Thema Finanzausgleich. Also ich bin sehr dankbar, Herr Hus, für diese Dinge, die Sie hier alle genannt haben. Also 4, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, One-Stop-Shop, Case-Management, Medikamenteneinkauf, also gemeinsamen Medikamenteneinkauf, den wir vielleicht auf höherer Ebene auch noch benötigen werden, wenn es um kostspielige Medikamente geht. Und eben auch das Thema psychosoziale Versorgung. Also das ist wirklich schön zu hören, dass hier wirklich wichtige Dinge morgen angekündigt und hoffentlich auch gut umgesetzt werden. Ich hätte aber noch einen weiteren Punkt für den Finanzausgleich. Vielleicht können Sie den morgen auch gleich als Call oder als Aufruf an die anderen Stakeholder adressieren. Strukturell. Wir haben gehört, die erste Anlaufstelle ist oft die Allgemeinmedizin oder Pädiatrie im niedergelassenen Bereich. Dann kann man eskalieren auf die nächste Stufe, Sekundärfacharzt eventuell zwischengeschaltet oder auch nicht. Dann weiter an ein Krankenhaus, an eine Universitätsklinik. Und die nächste Stufe, die wir haben, sind eben die europäischen Referenznetzwerke für seltene Erkrankungen. Jetzt haben wir gehört, wir haben Vollmitglieder, eine bestimmte Anzahl, mit der wir nicht ganz zufrieden sind. Wir haben auch viele assoziierte nationale Zentren, die zwar ein bisschen limitierter, aber dennoch auch die Möglichkeit haben, hier mitzugestalten und mitzuarbeiten. Ein Anliegen hier an den Finanzausgleich in diesem Zusammenhang wäre mir, diese ERNs in die Lage, also die europäischen Referenznetzwerke, die Mitglieder, die wir in Österreich haben, in die Lage zu versetzen, dass sie ihren Job gut machen können. Und da brauchen wir eigentlich finanzielle Mittel von allen Ebenen, wie wir sie eben in Österreich im Gesundheitssystem zur Finanzierung vorfinden. Wir haben ja die Möglichkeit, wir haben diese Zentren, aber sie sind nicht genügend ausgestattet mit finanziellen Mitteln, mit Ressourcen, mit Personal und können eben den Job, den sie eigentlich machen sollten, nicht in ausreichender Form erledigen. Und das wäre ein großes Anliegen, dass wir das vielleicht morgen auch noch adressieren können. Danke. Bitte, vielen Dank. Ja, damit das große Thema Medikamente, wieso gibt es für so viele Krankheiten noch keine, wieso dauert es so lange, bis man die richtigen kriegt, wieso sind die Zentren nicht besser ausgestattet, wie lange ist auch der Weg zur richtigen Therapie und dann aber auch noch zur richtigen Therapieform, also auch die Regeltextproblematik spielt da wohl rein, nicht wann darf ich dem Patienten das verschreiben, was High-End ist, wie lang ist der Weg, was muss man ausprobieren, mehrere Linien. Frau Professor, viele Themen, die Sie wahrscheinlich täglich in Ihrer Praxis beschäftigen. Ja, ich meine, das ist unser Alltagsleben und ich denke mir, es hat sich aber viel getan. Das habe ich eh eingangs erwähnt. Wir hatten ja vor kurzer Zeit noch viel weniger und ich glaube, es kommen viel mehr dazu. Wenn man anschaut, wie viele Studien laufen und für die Entwicklung eines Medikaments, muss man sagen, muss man erst einmal Step by Step durchgehen. Das heißt, ich entwickle etwas, muss überhaupt einmal schauen auf unterster Ebene, wie es mit Zellen wirkt. Heutzutage sind immer noch in Österreich Tierversuche, die werden zunehmend abgelöst durch Modelle, Zellmodelle, die man auch gut steuern kann und wo uns sicher die Entwicklung auch Hightech hilft. Aber trotzdem, ich brauche Entwicklung, Phase 1, Phase 2, Phase 3 und letztendlich bis zur Zulassung kommt, dauert es. Wir versuchen intensiv dabei zu sein, darum wissen wir auch, wenn Medikamente in die Phase 2 oder vor allem 3, wenn es zum Patienten geht, kommen und engagieren uns da. Es gibt dafür in Österreich, gerade bei der Kinderarzneiforschung, darum ja auch OKIDS, das ist eine Plattform und das ist etwas, was ganz wesentlich ist, dass das auch standardisiert und strukturiert ist, weil ansonsten kommt man überhaupt nicht als ein Land oder Zentrum überhaupt in den Genuss, an einem sozusagen Arzneimittelstudie zur Zulassung teilnehmen zu können.
Da sind wir in Österreich gut vernetzt. Wir haben das. Wir haben da viel Erfahrung und wissen auch sozusagen, wie wir vorgehen müssen. Es ist extrem aufwendig und wie schon angesprochen, wir haben dafür eigentlich keine wirklichen Ressourcen. Man braucht dafür sozusagen wirklich ein Team, weil man muss die Studie mal vorbereiten, man muss sagen, was man hier hat, es wird geprüft. Es ist die Apotheke, die Lagerung bis hin zu der mit dem Händel, wie sozusagen das dann dem Patienten mitgegeben wird, wer das organisiert, wer das alles monetiert, wenn der ein Adverse Event hat oder auch nicht einmal im Zusammenhang. Das muss ich ja sofort wissen. Das heißt, ich brauche auch eine 24-Stunden-Kontaktperson für diese Patienten, um das zu melden, auch zu sagen, kommt's her. Und das läuft. Wir machen da mit. Wir machen bei an der Kinderklinik alleine sind die letzten Jahre 50 solcher Studien mitgelaufen und das sind fast nur Rare Diseases. Und unsere Patienten haben damit oft schon den Vorteil, dass sie ein Medikament schon bekommen, bevor es eigentlich in der Zulassung ist, weil es eben als Studienmedikament genommen wird. Und ich sage Ihnen, es wird mehr werden. Es geht so exponentiell rauf. Auch die Gentherapie, das ist jetzt ein ganz heißes Thema. Da laufen extrem viele Entwicklungen und das sind ursächliche Entwicklungen. Und warum hat so wenig gegeben, weil es bisher halt die Medikamente gewirkt haben über Angriffe als chemische Substanzen, die irgendwas verändern können. Nur das hat bei vielen nicht geholfen. Man hat das Medikament nicht zum Zielort gebracht und so weiter. Und die große Hoffnung ist ja dann, dass man es wurden dann einige Medikamente entwickelt, die schon so Vorstufen sind, weil sie Kanäle verändern können, es sind Modulatoren, die irgendwas richtig falten, weil sie etwas ausschalten oder die dann im Bereich der Messenger-RNA, wo es sozusagen von der Kopie zum Protein geht, dann das ausmerzen können und verbessern können. Diese ganzen Antisense-Oligonukleide, Oligonukleotide unter diesem Begriff, bis ja, hin eben, dass ich tatsächlich über Viren Gene zunehmend an den Zielort bringe. Das mache ich im Auge, bei Netzhautdystrophie mittlerweile. Das mache ich eben auch mit dem SMA, das wir letztendlich diese spinale Muskelatrophie aufgenommen haben im Screening, weil es endlich ein Medikament gegeben hat, die sich einmal mit viralen Trägern gehen, das nicht da ist, ersetzen kann. Das findet zum Motoneuron, weil es dort andockt, wird aufgenommen und bleibt dort und kann über Jahre dieses fehlende Protein wirken. Also das sind sozusagen Entwicklungen und Sie haben recht, es ist wenig. Aber wenn ich denke, wir hatten zuerst nichts und wir sind schon einen Schritt weiter und ich glaube, es sind schon etwas mehr wie 6%, vor allem wenn ich die bedenke, die in Entwicklung sind, es ist sicher annähernd schon bald bei 10%, es wird mehr werden, weil intensiv geforscht wird. Und warum wird geforscht? Das habe ich auch erwähnt, wir brauchen da den Connex, nicht nur unsere wissenschaftlichen Universitäten, nicht nur die Institute, sondern auch die Pharmaindustrie, weil die ist ja verantwortlich dann letztendlich auch für die Entwicklung der Medikamente. Und in diesem Zusammenarbeiten und Kontext wurde ja ermöglicht sozusagen durch diese Erleichterung, wenn man forscht, dass man 10 Jahre einen Patentschutz hat, somit auch die sich rechnet, ein Medikament, das nicht in millionenfacher Weise verkauft wird, sondern weniger, und durch eine möglichst rasche Zulassung und nicht so einen ganz langen Prozess, wie bisher davor üblich war, sodass auch hier verkürzte Zeiten auftreten. Und ich erlebe das. Also wir haben wirklich Medikamente, die relativ zügig, wir hatten gerade Evinacumab verhandelt, das ist ein Medikament, das mir ein Anliegen ist, weil ich auch die homozygoten familiären Hypercholesterinämie-Patienten betreue, die es zu 1 zu 300.000 bis 1 zu 500.000 gibt, wo man eigentlich im Jugendalter am Herzinfarkt stirbt. Da werde ich gar nicht wirklich viel erwachsen. Da gibt es jetzt Medikamente. Und wir hatten gerade das Gespräch, wo sozusagen auch hier bei den Kinderstudien das extrem erfolgreich war und auch die Zulassung nicht erst ab 12 ist, wenn ich schon einen Schaden habe, sondern eben schon ab 5 oder noch früher. Also das heißt, da laufen ganz viele intensive Gespräche. Und ich sehe auch, dass wir Unterstützung haben von den Krankenkassen und ich bin völlig dafür, das außen zu machen. Alles, was man nicht im Spital machen muss, sollte man draußen den Patienten geben, weil es ist nur mühsam, im Alltag herausgerissen zu werden, nur weil ich jede Woche oder alle 2 Wochen was brauche, ins Spital zu fahren, ein weiter Weg, einen Tag verloren, in der Schule, im Alltag, im Berufsleben. Also ich denke, wir sollten ja daran denken, dass es möglichst zum Patienten geht, alles was geht.
Und wenn es nicht geht, dann muss man es sowieso regeln über das Spital. Und ich glaube, da haben wir viele Medikamente im Moment, wo ich nur sagen kann, wenn wir erklären, und es gibt es, und es ist sozusagen ein Medikament, das in Zulassung ist oder auch schon Erfolg hat und gezeigt hat, dass wir letztendlich das genehmigt bekommen, auch wenn es sehr teuer ist. Und da ist auch ein großer Dank, glaube ich, an unser Gesundheitssystem, an die Kassen, alle, die uns da unterstützen. Also das ist so viel von meiner Perspektive von Medikamenten, dass wir auf einer extremen Schiene sind, so viel hat es noch nie gegeben wie jetzt. Und es wird, da bin ich überzeugt, und das können sich alle Experten bestätigen, über die nächsten Jahre hinaufgehen. Vielen Dank. Frau Professor lehrt uns auch den Blick der Optimistin. Ja, es ist schon viel besser als früher, genau. Und das, glaube ich, darf man auch nie aus den Augen verlieren. Ich höre auch Rahmenbedingungen, die Sie nennen. Ja, Patentschutz ist ein Thema, Finanzierung ist ein Thema. Darf ich Sie noch kurz für die zweite Frage bitten? Da ging es um die Zentren. Warum ist da nicht mehr möglich? Sie haben es selber in Ihrer Keynote gesagt, wir sind weit hinter dem zurück, was sich im NAP vorgenommen hat. Wir sind in der Designation zurück. Die Frau Sturz hat richtig gesagt, wir sind assoziiert, das stimmt. Wir sind in den meisten, dass wir eine Lösung haben, mitzuarbeiten auf EU-Ebene mit den IRNs, weil wir ja auch vernetzt sind. Wir haben ja nicht auf die IRNs warten müssen, um vernetzt zu sein. Wir waren ja schon vernetzt und auch hier einen Status zu bekommen, assoziiert. Aber assoziiert heißt halt, man kann nie ein IRN leiten, man kann auch keine dieser untergeordneten Gruppen, weil es ist ja mal Erkrankungsentität und unterteilt sich ja dann in verschiedene Aufgaben, verschiedene Erkrankungen nicht leiten. Und selbst in den Förderungen ist man oft schlechter gestellt. Also die Designation wäre ein Riesenwunsch und dass wir einfach sichtbarer werden. Weil ich glaube, das braucht auch der niedergelassene Bereich, mit dem wir total gern kooperieren. Und ich finde nicht, dass ein Kind einen Umweg über irgendjemand, auch nicht ein Erwachsener machen sollte, sondern wenn man was sieht im Niedergelassenen, der vom Arzt, der am besten die Familie kennt, der kann auch am besten sagen, da stimmt was nicht und der glaubt das auch. Und wenn er gewisse Untersuchungen angestellt hat und es ist nicht konklusiv und Untersuchungen durchgeführt hat, die nicht zum Bild passen, dann finde ich, sollte man jederzeit an ein Zentrum überweisen können. Und dafür sollte man wissen, wo es die gibt. Und das brauchen wir. Und deswegen brauchen wir auch die Designationen. Weil dann bin ich im ÖSG drinnen, so bin ich nicht drinnen. Als assoziiertes Zentrum komme ich nicht mal vor. Wenn ich aber sozusagen designiert bin, und die Designierten stehen ja schon im ÖSG, dann scheine ich dort auf und dann kann jeder nachschauen und jeder weiß, wo gibt es in Österreich welches Zentrum, das hier etabliert ist. Also ich glaube, es sind viele Punkte. Ja, ich sehe, das vernetzt sich schon sehr schön. Da geht es wieder um die Aufmerksamkeit, um die Kampagne, um den niedergelassenen Bereich, um die Finanzierung, um die Forschung. Ja, die beiden Strukturplan Gesundheit. Der österreichische Strukturplan Gesundheit können wir kurz noch erklären, aber sozusagen, was dort drinnen steht, hat ein bisschen mehr Chancen auf Finanzierung, ganz salopp gesagt. Ja. Die beiden Obleute haben sich zu Wort gemeldet. Zuerst Ulrike Holzer, Prorare, dann Andreas Huss. Ich wollte natürlich unterstreichen, auch das, was die Frau Professor gesagt hat. Das oberste Ziel eines jeden mit einer seltenen Erkrankung ist, dass es für seine Erkrankung eine Therapie, ein Medikament gibt. Das ist ganz klar. Nur auf dem Weg, ich meine, wenn es auch 10% sind und nicht mehr nur 6%, bleiben immer noch 90% ohne Medikation. Und diesen 90% muss trotzdem irgendwo ein gutes Leben in der Mitte der Gesellschaft versucht werden zu bieten. Ja? Die integrale Versorgung, nämlich die medizinische und die soziale, die ist ganz wichtig. Und die Unterstützung, was wir schon besprochen haben, psychische Unterstützung. Und wie komme ich zu den Hilfsmitteln, die mir helfen, eben meine Lebensqualität zu verbessern, bevor ich eben vielleicht irgendwann ein Medikament für meine Erkrankung bekomme. Das, finde ich, ist eine ganz wichtige Sache und die sollte nicht vernachlässigt werden, auch wenn die Suche nach den Medikamenten, die Forschung natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Und ich möchte da nochmal zurückkommen auf den Case Manager. Das ist schon sehr lange eine Forderung von uns als Dachverband, diese Case Manager, die einfach den Patienten an der Hand nehmen und ihn durch den Dschungel des Gesundheitssystems leiten und ihm behilflich sind, zu seinen Rechten zu kommen. Weil, wir haben das ja jetzt schon mehrfach gesagt, die Familie ist mit, oder der Betroffene selbst ist belastet durch seine Krankheit und damit stark beschäftigt. Und wenn er jetzt auch noch sich darum kümmern muss, wo bekomme ich jetzt eigentlich etwas, was mir
meine Lebensqualität, vielleicht meine Arbeitskraft erhält oder verbessert, da ist er überfordert. Und deswegen, also das Konzept der Case Manager unterstützen wir sehr. Und in Niederösterreich ist ja das, glaube ich, ein Pilotprojekt. Und meine Frage an den Herrn Hus wäre auch, ist es erfolgreich aus Ihrer Sicht? Wird es ausgeweitet auf ganz Österreich? Das wäre eine Frage. Bitte, von Obfrau zu Obmann. Vielen Dank. Viele Fragen. Also der Case Manager, wie funktioniert das genau? Interessiert, glaube ich, alle auch, was hätte jetzt jemand oder wie dockt das an seltene Erkrankungen? Dann natürlich Finanzierung innovativer Arzneimittel als großes Thema, das ja durchaus schon unterschiedlich auch, gibt es ja viele Vorschläge jetzt auch Richtung Finanzausgleich, dritte Säule oder lieber nicht. Und natürlich die Frage auch der Beschleunigung, da war diese Frage, warum ist das nötig, dass eine Allgemeinmedizinerin nicht direkt ins Zentrum überweisen darf, was kann man da tun? Ich sitze als Vertreter der ÖGK da, der einst, und Sie haben es erwähnt, ob man der Salzburger Gebietskrankenkasse war, und wir sind sozusagen in der ÖGK jetzt zusammengewachsen aus 9 Gebietskrankenkassen, 4 Betriebskrankenkassen, und ich sehe sozusagen jetzt oft mit Erstaunen, welche Unterschiede wir in diesem kleinen Land, in diesen 9 Bundesländern hatten. Und wenn ich in Wien jetzt höre, dass ein Hausarzt sozusagen nicht an eine Ambulanz überweisen darf, dann kostet mir das Kopfschütteln, ja, weil es in Salzburg nie ein Thema war. Selbstverständlich haben Hausärzte in Salzburg auch direkt an Ambulanz überweisen können. Also ich nehme das mit und ich werde das hinterfragen, warum das in Wien offensichtlich nicht so ist. Also wir sehen, wir hatten hier unterschiedliche Regeln. Also Niederösterreich ist ein Bundesland, das also beim Case Management schon relativ weit ist. Mein Vorzeigebundesland ist Oberösterreich. Die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse hat das Thema Case Management nämlich auch in den Außenstellen, also wirklich auf das ganze Bundesland verteilt, schon seit vielen Jahren sehr, sehr ernst genommen. Das ist ein Thema, das muss man auch wissen, das ist eigentlich aus dem Reha-Geld gekommen, wo wir als Vorstufe zur E-Pension dieses Reha-Geld eingeführt haben. Und da ist die Idee des Case-Managements entstanden. Manche Bundesländer haben das stärker umgesetzt, manche haben das ein bisschen vernachlässigt. Die Oberösterreicher waren da aus meiner Sicht vorbildlich, und das nehme ich mir als Vorbild. In Oberösterreich finden Sie in jeder Außenstelle mindestens 2 Case-Managerinnen, die sich wirklich nicht nur im Gesundheitssystem, sondern im gesamten Sozialsystem also wirklich sehr, sehr gut auskennen. Die bilden wir auch regelmäßig aus und regelmäßig weiter. Und deren Berufsbeschreibung ist es wirklich, Menschen, die chronisch krank sind, die eine seltene Erkrankung haben, durch das Sozial- und Gesundheitssystem zu begleiten. Die sind im Bezirk, im Bundesland mit allen Einrichtungen, mit allen Sozialeinrichtungen, mit allen Gesundheitseinrichtungen und so weiter sehr, sehr eng vernetzt. Da gibt es auch regelmäßig Austauschtreffen zwischen den Expertinnen und Experten dieser einzelnen Einrichtungen, und die haben wirklich das Netzwerk im Kopf in Wirklichkeit, was der einzelne Patient wirklich braucht und was es an Angebot auch gibt. Und die geben auch uns regelmäßig weiter, wenn es irgendwo Angebote braucht, die es eben noch nicht gibt, die wir eben für Patientinnen und Patienten entwickeln müssen. Das ist so die Idee dieses Case Managers, dieser Case Managerin, die wir entsprechend ausbauen wollen. Und das ist ein Thema, das im Finanzausgleich jetzt richtig angesiedelt ist, denn es geht eben nicht nur um Gesundheitsthemen, es geht vor allen Dingen aus meiner Sicht sogar um Sozialthemen, und da braucht es im Case Manager, die ausgebildete Sozialarbeiter sind, die sich wirklich gut auskennen, die auch bei Spitalsentlassungen, Entlassungsmanagement und so weiter machen können, die dann auch alte Menschen versuchen, außerhalb des Spitals zu einer guten Versorgung zu bringen und so weiter. Also da gibt es wirklich ein breites Betätigungsfeld. Also das ist das Aufgabenfeld. Weil angesprochen wurde, können wir uns Therapien in Österreich finanziell noch leisten? Das ist einer der ganz wesentlichen Ansprüche, die ich habe an unser Gesundheitssystem. Und wenn wir vor 1,5 Jahren waren, glaube ich, das erste 6 Monate alte Baby in Salzburg hatten mit der spinalen Muskelatrophie, dass wir mit einer Infusion, ich gehe davon aus, heilen konnten, und diese Infusion 2 Millionen Euro gekostet hat, dann zeigt es aus meiner Sicht die Leistungsfähigkeit unseres Gesundheitssystems. Und auch wenn wir oft sehr viel finden, was wir schlecht finden an dem Gesundheitssystem, ja, es wird in Österreich nicht darüber diskutiert,
ob jemand eine Therapie, die verfügbar ist, die wirksam ist, auch tatsächlich bekommt. Wir diskutieren nicht darüber, ja, ob es das wert ist, dass dieses Baby jetzt eine Infusion um 2 Millionen Euro bekommt, sondern die gibt's, die ist wirksam und das ist, steht außer Streit in unserem Gesundheitssystem, dass diese Therapie bezahlt wird. Ich habe mal als Obmann der Salzburger Gebietskrankenkasse, das war Geschichte mit der Kronenzeitung, einmal im Jahr unter Anführungszeichen unseren teuersten Patienten angeschaut. Also wer hat sozusagen Medikamente in welchem Wert sozusagen im vergangenen Jahr gebraucht, und es waren natürlich immer meist Jugendliche sogar mit oft seltenen Erkrankungen. Und da reden wir dann über Therapiekosten von 700.000, 800.000 Euro im Jahr. Und ich habe das nicht gemacht, um mit dem Finger hinzuzeigen, Wahnsinn, was der oder die bekommt, sondern ich habe auch versucht zu transportieren, wie leistungsfähig dieses solidarische Gesundheitssystem ist, wie leistungsfähig wir sind, weil wir alle gemeinsam in ein Gesundheitssystem einzahlen, in ein solidarisches Gesundheitssystem einzahlen, egal, wenn jemand viel verdient, dann bezahlt er mehr ein, wenn jemand wenig verdient, bezahlt er wenig ein, wenn jemand alt ist und krank ist, dann profitiert er von dem System, wenn er jung und gesund ist, zahlt er nur ein und profitiert noch nicht davon, in der Sicherheit, dass jeder irgendwann einmal wahrscheinlich hoffentlich alt und hoffentlich nicht krank wird, aber wahrscheinlich doch auch krank wird. Also um auch diesen Wert dieses solidarischen Gesundheitssystems vor den Vorhang zu holen. Ja. Und umso mehr tut es mir weh, wenn wir politische Kräfte in diesem Land haben, die glauben, die Lösung liegt sozusagen in einer stärkeren Privatisierung des Gesundheitssystems. Und das müssen wir wirklich gemeinsam verhindern. Da muss man auch gemeinsam dagegen kämpfen. Und diese Kräfte gibt es tatsächlich und die spüren wir ja, oder die Auswirkungen spüren wir ja auch schon. Was hier angeschnitten wurde, das ist mir auch ein wichtiger Punkt. Mehr Investition in öffentliche Forschung ist ein ganz zentrales Thema. Also wir können nicht von der Pharmaindustrie verlangen, denn die müssen Geld verdienen, die müssen auch wirtschaftlich überleben, dass sie von sich heraus sagen, wir entwickeln jetzt für 200 Menschen auf der ganzen Welt irgendein teures Medikament. Also das werden die logischerweise nicht machen, weil der Preis, den das dann kostet, wahrscheinlich niemand bezahlen wird. Ja. Also das heißt, die öffentliche Forschung, die öffentliche finanzierte Forschung ist einfach ein ganz zentrales Thema. Wir müssen Grundlagenforschung auf öffentlichen Universitäten, in öffentlichen Einrichtungen fördern. Wir müssen das auch als Staat solidarisch finanzieren und natürlich die Umsetzung in ein Medikament, in ein marktaugliches Medikament, das ist dann Aufgabe der Pharmawirtschaft, das ist keine Frage. Und da braucht es aber dann auch ein faires Miteinander, ja, dass man dann nicht die Grundlagenforschung, die wir öffentlich finanzieren, uns wieder teurer zurückkaufen können. Also das kann es nicht sein, sondern da braucht es auch einen fairen Abgleich mit der Pharmaindustrie zu sagen, okay, wir haben investiert, ihr investiert, und jetzt schauen wir, wie wir sozusagen zu einem vernünftigen Preis kommen, der für uns sinnvoll ist und der auch für die Pharmaindustrie sinnvoll ist. Das ist uns in den meisten Fällen gelungen, in manchen Fällen nicht, aber die sind mittlerweile historisch dokumentiert, wo es uns nicht gelungen ist, sind sehr wenige. Vielen Dank. Kommen wir in den viel angesprochenen, niedergelassenen Bereich und natürlich auch Ärzte und damit Ärztekammer. Wie geht es weiter? Was könnte ein guter Schritt sein, damit wir nächstes Jahr besser dastehen für die vielen Menschen mit seltenen Erkrankungen? Also ich glaube mal, dass das unser Auftrag ist, mal auf alle Menschen zu schauen. Das ist jetzt quasi die Spitze des Eisbergs, weil die Betroffenen natürlich total arm sind. Ja. Was können wir tun? Investieren ist gefallen. Ich kann nur zitieren eine Studie aus Baden-Württemberg. Das ist in Deutschland quasi, kann man sehr gut vergleichen mit Österreich. Ist von der Größe gleich, so von der Struktur relativ ähnlich Österreich. Die haben vor vielen Jahren gesehen, sie haben einen Ärztemangel im niedergelassenen Bereich und haben eine Summe X genommen und haben die wirklich investiert. Sie haben Geld ins System reingebuttert und haben nach 5 Jahren die Früchte davon geerntet, weil die Kosten extrem zurückgegangen sind und die Patientenversorgung viel besser war. Wir haben ein gutes Gesundheitssystem, unterschreibe ich, aber es ist ein bisschen in die Jahre gekommen und wir sollten wieder ein bisschen renovieren, ein bisschen ausbauen. Ja. Es gibt viele Testungen und Tests, die wir in den Ordinationen anbieten könnten, die unseren Patientinnen und Patienten das Leben erleichtern. Das Netzwerk ist eine ganz wichtige Sache, dass man Leute,
wenn ich eine Diagnose habe, auch genau weiß, wo ich sie hinschicken soll. Das ist in Österreich relativ kompliziert, in Wien nochmals komplizierter. Wir haben 3 Millionen verschiedene kleine Sachen und jeder ist für was anderes zuständig. Das hat uns während Covid den Hals fast gebrochen, weil wir haben zum Beispiel die Kinderchirurgie gehabt, Sie erinnern sich, wir haben in der Nacht ein kinderchirurgisches Kind bekommen und mussten es vom AKH Wien ins SMZ Ost fahren, weil einfach sonst kein anderes Spital da war. Also man muss sich schon sehr, sehr gut auskennen in unserem Gesundheitssystem, um den Patienten an die richtige Stelle zu bringen. Und bei seltenen Erkrankungen, wo man sagen muss, wir haben die Expertise auch nicht. Ja. Ich meine, das sind 6.000 Erkrankungen, die sind nun mal selten, darum heißen sie so. Das kann jetzt, sage ich, ein einzelner Arzt gar nicht handeln. Das ist einfach viel zu viel. Ich hätte mir gewünscht und ich habe meine Patienten gefragt, weil die ja Betroffene sind, habe ich gesagt, was war denn so schlimm oder was war denn das Schlimmste für dich in dieser Zeit der Diagnosefindung? Und die haben zu mir gesagt, also wenn ich es mir wünschen würde, würde ich mir wünschen so eine Art Dr. House, wo ich hingehe. Wir können das nennen die undiagnostizierten Erkrankungen, wo 5, 6, 7, 8 Studenten sind. Es müssen ja nicht die Professoren sitzen, die haben ja bitte was Besseres zu tun, ja. Wo der Patient dort sitzt und einmal eine Stunde bleibt und erzählt, was ihm fehlt, was es ist. Und dann kann, und unsere Studenten sind super, und wenn die dann in die Forschung gehen wollen, sind die schon mal vorbereitet. Ja? Die haben Patientenkontakte, die haben Erfahrungen, die sollen einmal ein bisschen die Richtung vorgeben, in welche Richtung es geht, und dann gibt es eine Kaskade. Und wenn man die Richtung findet, dann wird am Ende des Tages eine Koryphäe sich da hinsetzen und sagen, okay, das ist jetzt das und das. Sie hat zu mir gesagt, Dr. House. Warum haben wir keinen Dr. House? Und ich wünsche mir ganz, ganz viele Dr. House. Und der hat auch, der ist der Brain, aber da unten hat er seine 5, 6 Maxel, die ihm zuarbeiten. Und solche Zentren für undiagnostizierte Krankheiten brauchen wir. Und ich glaube, da fühlen sich die Patientinnen und Patienten wohl. Da gibt es Zeit, da muss ein eigenes Budget dafür her. Und wir können einerseits sehr viele junge Kollegen ins System holen, die sich mit diesen speziellen Themen auch beschäftigen. Wir können ein bisschen unsere niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte mit ins Team nehmen, die sagen, okay, das ist jetzt eine spannende Geschichte, ich kenne mich jetzt nicht aus, ich schicke es jetzt an dieses Zentrum, und dieses Zentrum ist super vernetzt und gibt den Patienten dann genau dorthin, wo er hingehört. Das ist das, was sich meine Patientinnen gewünscht hätten. Und ich finde, das ist eine ganz schlaue Sache. Und wenn wir schon reden über Netzwerke und Zentren, dann sollte die Kommunikation zwischen denen einfach wirklich gut sein. Bitte. Darf ich direkt was dazu sagen? Weil wir haben ja die Maßnahmen im NAPSE, und wir haben gesehen, es ist einfach viel zu viel. Und dann wurde priorisiert. Und die 15 priorisierten Maßnahmen, ganz an der Spitze steht Undiagnosed Disease Program. Yes. Also das ist von allen als oberste Priorität gereiht worden. Und ja, wir warten eigentlich jetzt die ganze Zeit schon auf ein Konzept und hoffen, dass es wirklich bald kommt, weil das ist etwas, was natürlich, wie Sie es gesagt haben, auch aus der eigenen Erfahrung, es ist etwas, was den Patienten unter den Nägeln brennt, gerade denen, bei denen eben so unklar ist die Diagnose. Und wir hoffen, dass das wirklich vorangeht. Nur, Frau Professor, ja, es ist die Finanzierung. Aber das war meine Idee, dass man einfach sagt, man muss ja nicht die teuerste Expertise sich einholen, sondern da kann man wirklich Studenten, die danach habilitieren wollen, junge Kollegen, die das total interessant finden. Muss man alle finanzieren. Es ist super, aber die brauchen Platz und müssen finanziert werden. Es ist gar nicht so teuer. Ich gebe Ihnen völlig recht. Also aber selbst das, was man braucht, hat man nicht. Gut, aber wir sitzen da, der Herr neben mir hat die Geldbörse oder zumindest Zugriff dazu. Nicht nur dir. der kann für uns ein bisschen, aber da kann man wirklich, man braucht nicht die teuerste, man braucht nicht den teuersten, der sich darum kümmert. Und ich glaube, das ist ein super Konzept, und wir haben viele Freiwillige. Sicher. Es muss ja auch jetzt nicht unbedingt ein Arzt da sitzen, wenn Sie alle Symptome mitbekommen haben und daneben sitzen und sagen, das klingt für mich danach. Ja? Wir haben so viele helfende Hände, und die müssen wir einfach nur mal nehmen und sagen, so, gemeinsam machen wir was. Und ein bisschen Geld braucht es, und das macht er.
Genau, das machen wir zum Case Management. Case gleich, ja, aber natürlich können wir auch. Schreibt mir Finanzausgleich dazu. Wie viel 0,00000% des Finanzausgleichsmasse wäre das, weil hier geht es im Prinzip um die Finanzierung. Es geht aber wirklich nicht um so viel. Aber wenn man sich bedenkt, wir haben nicht einmal einen Manager für all das, für seltene Erkrankungen im Spital, was überall sonst üblich ist, weil wir es einfach nicht finanziert bekommen, dann gebe ich der Frau Kammerherrn wirklich recht, dass man nicht Unmengen bräuchte, aber selbst administrativen Manager für Anrufe schon mal reinkommen, wenn niemand da ist, dann ja. Gut, aber dann bleiben wir gleich bei den Quick Wins. Ich finde das eine großartige Idee, quasi lernen von Dr. Haus, warum geht das nicht auch in Wien? Werden wir schauen, wie er oder sie dann heißt, die das macht. Aber es gibt im Prinzip hier nicht nur aus einer großen Praxis, sondern auch von der Wiener Ärztekammer die Idee, lasst uns mehr vernetzen. Wir haben die Leiterin der Rare Diseases im AKH hier sitzen, wir haben ProRare, die da viel mitspielt und wir haben die ÖGK, die mit Case Management durchstartet, morgen bei der Pressekonferenz. Also das würde ja super zusammenpassen. Super. Ja, damit kommen wir dann auch schon zum Abschluss und ich würde Sie bitten, wirklich nur noch ganz kurz ein letzter Satz. Was ist Ihr Wunsch, was ist Ihr Ausblick für diese nächsten 12 Monate? Wir werden ziemlich sicher wieder beisammensitzen am nächsten 28.02. Was kann sich bis dahin getan haben und was ist auch Ihr Beitrag vielleicht von Zentrumsmedizin, Selbsthilfe, Ärztekammer, Sozialversicherung? Fangen wir vielleicht gleich bei der Sozialversicherung an, in aller Kürze. Was passiert? Also was ich mir wünsche, das habe ich schon gesagt, mehr Geld, mehr Ressourcen in die öffentliche Forschung zu stecken, dass wir wirklich bei dieser Rate von nur 10% Therapien endlich weiterkommen. Da sollten wir auch als kleines Land Österreich unseren Beitrag leisten und da müssen wir mehr in die Forschung investieren. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges und zentrales Thema, dass man da endlich weiterkommt. Das Zweite ist das, dass die Wünsche, die ich sozusagen in den Finanzausgleich habe, das habe ich skizziert, kommen morgen noch ein paar dazu, auch tatsächlich umgesetzt werden. Denn wenn ich das hier erzähle, dann sagt jeder super, klasse, und das braucht man und habe ich schon lange gesagt, ja, aber es muss endlich umgesetzt werden und es ist halt im österreichischen Gesundheitssystem so, dass wir 3 Finanzierungspartner haben, das kann man mögen oder nicht, man kann unsere 9 Bundesländer mögen oder nicht. Ich habe aufgehört, mich darüber aufzuregen, dass es die gibt. Wir haben ein föderalistisches, bundesstaatliches System, das ist so, mit dem müssen wir leben und wir müssen die Länder und den Bund und die Sozialversicherung hier wirklich auf denselben Tisch bringen, die Notwendigkeiten sehen, die die Patientinnen und Patienten haben und das entsprechend umsetzen. Aber abschließend möchte ich mich bei einer Gruppe wirklich noch ganz besonders bedanken, weil sie Teil des österreichischen Gesundheitssystems ist und was leistet, was kein Österreich oder kein Gesundheitssystem, kein staatliches Gesundheitssystem wirklich leisten kann. Das ist die Selbsthilfe. Wir als Sozialversicherung unterstützen die Selbsthilfe auch mit entsprechenden Ressourcen. Bei mir in Salzburg war die Selbsthilfe Teil der Salzburger Gebietskrankenkasse. Sie sitzt im Gebäude kostenlos mit den Büroräumlichkeiten. Wir unterstützen die Selbsthilfe natürlich auch finanziell, weil kein Arzt, kein Therapeut, kein Medikament, kein Forscher kann das leisten, was die Selbsthilfe kann, nämlich eben wirklich gleichgesinnte Menschen zusammenzubringen und hier auch in den Austausch zu treten und den Menschen, auch wenn es wenig Erkrankte gibt, das Gefühl zu geben, dass sie nicht allein sind und dass man sozusagen dieses Leid und diese Erfahrung auch mit jemandem teilen kann. Und das ist eine ganz wichtige Arbeit, die Selbsthilfe hier leistet, dass das Gesundheitssystem als solches nicht leisten kann. Herzlichen Dank dafür. Vielen Dank. Ja, also 3 große Punkte. Mehr Geld für die Forschung, gibt es vielleicht noch Gelegenheit nachher auch das Gleiche ein bisschen zu kanalisieren. Eine Reform, Umsetzung der Finanzausgleichsideen, dazu drücken wir ganz fest die Daumen. Ja, und ein wichtiger Platz für die Selbsthilfe, das wird unter anderem ein Thema am Austrian Health Forum in Schladming sein, wo Sie ja auch mitwirken und es da, darf ich sagen, auch einige Wünsche von der Selbsthilfe gibt, was Mitsprache und Finanzierung in Zukunft betreffen wird, wird in Schladming ein Thema. Gehen wir in die Zentrumsmedizin und zu den Zentren. Was wird im nächsten Jahr passieren? Was ist Ihr Ausblick und Ihr Wunsch? Also wir wünschen uns das, was hier vielfach angesprochen wurde, dass wir tatsächlich auch eine Anlaufstelle sein können und auch international und national so wahrgenommen werden und dementsprechend auch
aktiv viele Dinge umsetzen können. Was uns aber wirklich fehlt, ist hier die Etablierung und Unterstützung, weil es sind alles Einzelgruppen, die Selbstkämpfer sind. Und wir sind aus diesem Selbstkämpfertum nicht rausgekommen. Ich habe Gruppen für den Stoffwechsel, 2 bis 3 Ärzte, 2, 3 Pflegepersonen, that's it. Das Gleiche ist auf der Seite der Knochenstörung, der seltenen Nierenerkrankung, überall. Und das geht einfach nicht. Es ist niemand, der das oben zusammenhält, managt, wo man sagt, da gibt es eine Anlaufstelle, wir können das abliefern, selbst unsere Arbeit international in diesem Clinical Patient Management System ist nicht machbar, weil ich nicht einmal jemand habe, der mir hilft, irgendetwas zu administrieren. Und das ist das große Problem. Wir wollen mitmachen, wir müssen auch mitmachen, das ist unser Anspruch, unsere Patienten, die sollen die beste Therapie haben, die beste Diagnose. Deswegen viel Engagement. Nur irgendwann sagt man, jetzt brauche ich auch mal etwas, was das bündelt, uns unterstützt, Anlaufstelle ist, filtert und wo ich auch was hingeben kann, wo das dann kommuniziert wird. Also somit wirklich ein Zentrum, auch als Zentrum zu sein. Vielen Dank. Das verdient einen Applaus. Wir wünschen uns das alle. Und es ist aber auch ein dringender Hilferuf nach Netzwerk, nach Koordinierung, nach finanziellen Mitteln. Und das war hier das Stichwort, bringen wir Dr. House und was eine amerikanische Ärzteserie kann, doch in die Realität nach Österreich. Was könnte von der Ärztekammer kommen? Da gibt es ja auch den Wunsch einer Kampagne, mehr Öffentlichkeitswirksamkeit für seltene Erkrankungen, mehr Kommunikation zu den Anlaufstellen. Was könnte da möglich werden? Also ich glaube, wir müssen uns einmal committen, dass wir alle das solidarische Gesundheitssystem befürworten und dass wir der Meinung sind, dass auch die Schwächsten der Schwachen das Recht haben auf die beste Versorgung, auch wenn sie sich es nicht finanziell leisten können und nicht privat irgendwo hingehen können. Die 2 Millionen für das Baby, Hut ab. Aber ich finde, der Wert einer Gesellschaft misst man genau an solchen Sachen, dass man auf die Jüngsten und auf die Schwächsten, auf die Krankesten schaut und auch da wirklich den Mut hat, viel Geld hinein zu investieren. Also das ist etwas, was eine Gesellschaft ausmacht. Und da, glaube ich, können wir alle sehr stolz sein, dass wir in so einer Gesellschaft leben. Das ist mal Nummer eins. Das, in so einem System möchte ich arbeiten und ich glaube, wir möchten in so einem System auch alle leben. Das ist mal Punkt eins und ich hoffe, dass das in den nächsten 10, 20, 30 Jahren noch immer so bleibt. Ich wünsche mir Wertschätzung für jeden einzelnen Patienten und Wertschätzung für jeden, der in diesem System arbeitet. Das kann einerseits finanziell sein, andererseits, dass man meine Überweisung annimmt, wenn ich sie schreibe. Und ich glaube, dass wir uns alle, vor allem jetzt nach 2 Jahren Pandemie, bewusst sein sollten, dass Gesundheit sehr wertvoll ist. Und das ist etwas, was meine Patientinnen und Patienten spüren. Das ist das, was wir alle spüren. Das ist das, was sich, und es tut mir leid, die Politik einfach noch nicht ganz so wahrgenommen hat, wie wichtig Gesundheit ist, weil dann müssten wir über solche Sachen nicht reden, sondern wäre es ganz klar, dass der Finanzminister das verstanden hätte. Gut. Also wir brauchen Geld im System, wir brauchen Wertschätzung im System, wir brauchen ganz, ganz dringend eine gute Vernetzung, wir brauchen Zentren, das ist ganz klar, ja, weil die Arbeit, die ihr macht, kann ich in der Orde nicht machen. Aber wir sind diejenigen, die diese Zentren füttern und deshalb muss es einfach eine gute Koordinierung geben. Es bringt nichts, wenn ich super arbeite, aber der Patient nicht zu euch kommt. Das ist halt einmal der Punkt. Ja. Und auch dafür muss es Ressourcen geben. Wir leben in einer Welt der Digitalisierung. Das gibt es einfach nicht, dass man im Jahre 2023 nicht irgendeine App oder irgendwas zusammenstellen kann, wo die Vernetzung im niedergelassenen Bereich mit den Spitälern, mit den Betroffenen, mit den Selbsthilfegruppen besser funktioniert. Das kann ich, wir fliegen zum Mond, entschuldige, es kann nicht so schwer sein. Was wünsche ich mir? Dass wir diese Probleme sehen, das haben wir jetzt gemacht, das ist gut, aber dass wir jetzt nicht uns hinsetzen und sagen, boah, jetzt haben wir es gesehen und jetzt schlafen wir mal bis zum nächsten Jahr, bis zum nächsten 28. Sondern dass wir jetzt einfach in diesen Elan auch nehmen und den mitnehmen und wirklich vielleicht im nächsten Jahr da sitzen können und sagen, hey, es sind nicht mehr 10%, es sind jetzt 15% und die Diagnose sind nicht 5 Jahre, sie sind jetzt 3 Jahre und wir zwei da sitzen und sagen, boah, wir haben so viel Geld vom Finanzminister bekommen. Sehr schön, vielen Dank, der Moonshot zur Vernetzung, großartig. Ja, damit die Patientenperspektive, was alle, wünschst du dir, was wird besser? Alle Wünsche sind
eigentlich schon genannt worden. Ja? Vernetzung, ganz klar, ganz wichtig, die beiden Bereiche, niedergelassener Bereich, Spitalsbereich, ja, dass die gut zusammenarbeiten, dass der Patient und die Ärzte wissen, wie sind die Patientenpfade, wo gehöre ich hin, wo kann ich die richtige Expertise finden. Das ist ein großer Wunsch. Ein Wunsch wäre, dass das ODP finanziert wird, dass das umgesetzt und durchgesetzt wird, weil Pläne sind schön, aber sie sollten auch einfach irgendwann mal zum Tragen kommen und funktionieren. Und ich habe auch mit großen Ohren und gehört, wie sehr die Selbsthilfe geschätzt wird und auch finanziell unterstützt wird. Also wir werden bis jetzt noch nicht finanziell unterstützt, sondern sind durch Projektarbeit und Pharmaindustrie gesponsert und können so quasi unsere Aufgaben, die wir ja mit Freude und Hingabe auch leisten, die können wir bewältigen. Und ja, unser Wunsch wäre, dass das auch finanziell natürlich genauso, die Finanzierung ist immer ein Thema, genauso wie in den Spitälern, wie im niedergelassenen Bereich, Finanzierung für längere Gespräche, so brauchen wir auch eine Finanzierung zum Wohle der Patienten. Ja, damit ist, glaube ich, die Side-Talk-Runde eröffnet. Es geht hier um zahlreiche Finanzierungswünsche in alle Richtungen, letztendlich Richtung Finanzministerium da drüben. Das große Stichwort war und ist Vernetzung und die ist, glaube ich, heute hier am Podium sehr gut gelungen. Vielen, vielen Dank euch allen dafür und auch für die Inputs aus dem Publikum. Danke unseren vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die virtuell dabei waren und sind. Wir werden am Thema dranbleiben, genau wie völlig richtig ja betont wurde, es darf nicht zum Schlafengehen sein und in einem Jahr wieder aufwachen und bedauern, dass nichts weitergegangen ist, sondern wir tun ganz viel weiter. In Schladming im Austrian Health Forum wird unter anderem Patient Involvement ein Thema sein, aber natürlich auch Finanzierung, Finanzausgleich, wo wir stehen. Darf alle herzlich einladen und darf auch gleich darauf hinweisen, schon nächste Woche geht es weiter, nämlich genau heute in einer Woche im nächsten AHF NetUp zum Thema Brennpunkt Primärversorgung. Einige Plätze sind noch frei, wenn Sie sich noch nicht angemeldet haben. Wir sind diesmal in der Orania. Dort haben wir 90 Plätze vor Ort und damit gibt es noch die Möglichkeit mitzumachen. Wird wieder eine sehr spannende Diskussion zu einem anderen interessanten Thema. Viele der hier vertretenen Institutionen sind wieder dabei. Und ja, so soll jede Woche ein bisschen was weitergehen im Dienste der Patientinnen und Patienten. Vielen Dank heute Ihnen allen. Danke dem wunderbaren Podium und unserem Publikum. Schönen Abend. Na gut. So. Vielen lieben Dank. Danke. Danke für die Einladung. Danke fürs Kommen, danke für die vielen Blumen. Guten Ideen. Und ja, die Blumen der Frühlingsgruß. Der guten Patientenversorgung für die Rare Diseases. Hier sehen Sie auch für die Obfrau von ProRare eine wunderbare Partnerin in dieser Veranstaltung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Professor, für danke. Ihre Mühe heute, für Ihre tolle und Intro. Wir sind alle zwei Arbeit. Wochen jetzt am Plan, oder? Ja, genau, wir nehmen das auf. Ja, vielen Dank, Herr Obmann, so alles Gute für morgen. Vielen Dank. Für Ihre Pressekonferenz und für den Finanzausgleich. Und last by no means least, vielen Dank für die wunderbare Gastfreundschaft und großartige Partnerschaft, danke. Wurde schon erwähnt. Danke. ProRare würde nicht funktionieren ohne viele, viele Unterstützer. Einer davon heute unser Gastgeber, Takeda Antea. Thank you very much und noch einen schönen Abend. So, dann läuft.